Ja, huhu und herzlich willkommen zu einer neuen Runde DSA 5. Wir spielen heute die Feliasson-Saga hier, ja, und sind mittlerweile schon weit fortgeschritten. Wir sind beim Abenteuer auf den Spuren des Wolfes. Und wir, das sind heute nicht nur ich, sondern auch die Leopardin 202 als Fianna Steinhauer. Guten Abend. Genau, und dann haben wir noch den Enigmon als Valion Herzensklang. Der Sanyasana, Zwergenfreunde. bärtigste Elf, seit es Zwerge gibt. Und Jalte Kolbeinsson wird gespielt von Pölle. Ahoi, Matrosen! Ja. Der Nasir Ibn Zahir Al-Masrim wird eigentlich gespielt von Mischka, aber der ist gerade verhindert. Der kommt vielleicht noch später dazu, wenn wir Glück haben. Ansonsten müssen wir heute ohne die Expertise des Avis-Geweihten auskommen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Aber ich bin da guter Dinge. Ja. Bist du. Ja. Es könnte sein, dass wenn er gleich hier reinplatzt, irgendwie zwischendrin uns komplett das Setup zerschießt, aber da könnte er ja schon mal für hin, könnt ihr mal wetten, wann er kommt. Oder ob er kommt. So, auf jeden Fall wird das lustig. Ja, meine Spieler haben sich entschlossen, sie möchten gemeinsam euch erzählen, was denn im letzten Abenteuer passiert ist, bevor wir in dieses neue Abenteuer auf der Spur des Wolfes starten. Dann bitte erzählt den Leuten doch mal, was sie verpasst haben, wenn sie das letzte Mal nicht hier zugeschaltet haben. Der Bornwald hat mich in den Wahnsinn getrieben. Dann fange ich mal an. Wir haben uns ja dann doch recht schnell von Norburg entfernt. Wäre vielleicht nicht so gesund, dort noch in der Nähe zu bleiben. Und auch wenn der gute Valion nicht so ganz versteht, warum, aber. Und so kamen wir dann im Laufe der Tage dann an den Rand des Sylvanten-Fehlen Karen. Der Wald, in den man Karene reintreibt, und die kommen danach wieder raus und sehen so aus, als wären sie eine Woche lang drin gewesen. Richtig schön genährt und so. Natürlich. Neugierig, wie wir sind, haben wir natürlich den Wald erkundet und stellten fest, wir laufen ja irgendwie im Kreis. Und ja, war dann auch mächtige Magie, die uns eben davon abhielt, zum Zentrum des Waldes vorzudringen. Und solche irgendwie mächtige elfische Lieder, die uns davon eben abhielten. Und naja, dann haben wir überlegt, wenn die Karene aber da rein können, dann müssten wir das hier eigentlich auch. Also müsste man ja eigentlich nur den Karenen folgen. Ja, könnten wir uns ja die Augen verbinden und dann den Karenen folgen. Und wollten dann eigentlich unseren Leittier halt uns holen. Aber Nirka war dann der Meinung, es wäre doch sinnvoller, wenn sie ihrem Freund Blauauge Wolf, der uns die ganze Zeit schon folgt, vorschlägt, und dass wir dem halt hinterherlaufen. Gesagt, getan. Tatsächlich kamen wir dann auch in die Tiefen des Waldes, wo wir zunächst einmal auf einen Faun trafen, der alles so zum Tanzen und so animieren wollte, was anfänglich auch fast alle getan haben, bis auf eine. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, Widerstand hatte. Weiß von euch noch einer? Naja, auf jeden Fall dauert das halt dann, dann wurden nach und nach kam man dann aus dieser Trance heraus. Und sodass wir dann noch weitergehen konnten. Und schließlich im Tiefen des Waldes trafen wir dann auf eine Hochelfe namens Niam Goldhaar, die dort wohl seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, schon diesen Wald
lebt und die Erinnerung an Fianna und dessen Fall bewahrt. Eine weitere Stadt da Hochelfen. Wohl noch größer und prächtiger als wohl der Himmelsturm war. Lacke Eis da reiten. Ja, ich hatte noch ein sehr inniges Gespräch mit ihr. Versuchte sie davon zu überzeugen, dass auf Dauer Rückzug und Lossagen von der Welt nicht dazu führen kann, dass man sich der Vergangenheit stellt, sondern ihr nur hinterherläuft. Nur sehr mäßig bisher angekommen. Und letztendlich haben wir den Wald dann wieder verlassen. Wir dann am Rand des Waldes einfach wieder aufwachen. Soweit von mir. Keiner mehr sonst, was sonst passiert ist? Das war's ja im Prinzip alles, ne? Massiv wertvolle Zeit verloren, ne? Total, ja. Ihr seid ja generell immer noch auf dem Weg mit der Karen-Horde der Sairan Hocke, um die Karene zu verkaufen im Bornland. Im Bornland seid ihr ja schon, aber gut, in Norburg hat das jetzt nicht so gut geklappt. Das nächste Ziel war für euch? Festung, hatten wir, glaube ich, gesagt. Ja, für Festum müsst ihr halt einmal quer durch das Born. Ich blende die Karte nochmal ein. Also hier oben ist Norburg. Wenn man das irgendwie. Ich weiß nicht, ob man meinen Mauszeiger sehen? Ich glaube nicht. Aber gut, ich zoome mal ran, soweit ich kann. Ah, jetzt kann man es sehen. Guck mal, hier Norburg. Ja. Und es gibt zwar jede Menge kleiner Dörfchen hier, aber das Bornland zeichnet sich jetzt nicht dadurch aus, dass es sonderlich viele große Städte hätte. Hier unten ist aber Festum, eine der Hochburgen des Bornlandes, und dahin soll es dann halt gehen. Ihr habt halt auch einen weiten Weg zwischen Norburg und Festum hinter euch. Ein bisschen seid ihr schon gelaufen, und auch die Abkürzung, die ihr dann durch den Wald gehen durftet, ja, hat euch doch einiges an Zeit gut gemacht. Nichts entgegen dem, was der Alte da noch im Kopf hatte. Aber gut, mir ist eingefallen, wir haben noch was Wichtiges vergessen. Ja, genau. Darauf wollte ich gerade hinaus, aber erzähl ruhig. Shaya hat nämlich noch eine Prophezeiung geäußert. Ja. Und zwar lautet die folgend: In der Stadt, in der Ingerim Effert trotz, konnten selbst Stürme der Zeit, wurde Steppenwolfs nicht löschen. Zerreißt den Schleier der Vergangenheit und ihr werdet eine silberne Flamme finden. Sie ist der eine Schlüssel zu Orima der Allsehenden, der dir einst begegnen wird. Mhm. Wie wir ja bereits wissen, ist Orima eine der Götter, die von den alten Elfen verehrt wurden. Genau. So eine Art Gerechtigkeitsgöttin, könnte man sagen. Ein bisschen sieht sie aus wie Justitia, so kann man sich sie vielleicht vorstellen. Also auch immer als vor allen Dingen als blinde Person dargestellt. Ja. Ja, ihr wart aus dem Wald rausgetreten, wart in einem Art Sturm gekommen und nur Shaya hatte dem Sturm getrotzt. Ohne Probleme und hat dann diese Prophezeiung in den Wind hinausgeschrien. Ja. Und hier steigen wir dann mal wieder ein. Shaya, geht es dir gut? Sie ist außer Atem und keucht ein wenig. Jetzt, wo sie fertig ist mit dem Hinausschreien, was sie wirklich aus voller Imbrunst und aus voller Kehle geschrien hat,
ja, zerrt der Wind jetzt auch aber auf einmal auch an ihr und sie wird fast hinten über geschmissen. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Jalte sich auch irgendwie als schon vorher, glaube ich, schützend vor oder neben sie gestellt gehabt. Und ja, jetzt scheint wieder bei ihr auch die Realität um sie herum etwas mehr sie zu beeinflussen. Und sie blickt dich an, Valion, mit großen Augen und meint, ja, der Sturm macht mir zu schaffen. Du hast gerade uns eine neue Aufgabe verkündet. Ja, ich denke schon. Wir sollten erst einmal Unterschlupf finden. Sonst werden wir hier noch richtig weggeweht. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Ja, wir haben bestimmt irgendwo einen Waldrand in der Nähe von. Ja, ihr seid ja gerade erst aus dem Wald herausgetreten. Ja, dann gehen wir am besten wieder rein, ne? Ey, Schätzchen! Und ich wende mich mal so zu Fianna. Was? Von wem hat die da gerade gesprochen? Wer ist Orima? Also, das hast du doch auch schon mitgekriegt, da als wir in dem Turm waren, die eine mit dem Verband um die Augen, weißt du, die vier Statuen? Wo wir den Kristall in den Halter gelegt haben und uns dann der Lichtstrahl den Weg zum Himmelsturm gezeigt hat. Ah, ja, klar. Da waren ja die vier Götterfiguren und die mit den verbundenen Augen, das war Orima. Das heißt, die gibt's wirklich? Ja. Die anderen Götter gibt's doch auch wirklich. Es gab zumindest jemand, der Orima hieß. Ob sie nur eine Göttin war. Jedenfalls wird sie heute für ihre Taten verehrt. Richtig. Und Moment. Elfengötter, ja? Ja. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass einer von diesen Elfengöttern eine fiese Echse war. Falls du mit Echse einen Drachen meinst, ja. Mir egal. Hat Schuppen, ist scheiße. Ja nun, ihre geleitete... Das wohl, kommt es von den anderen Torwall an. nun, ihre I have geleitete uh-ha-ha. Entschuldigung. Anbetung gibt es ja immer mal wieder. Ich habe in menschlichen Tempeln auch Darstellung eines Drachen gesehen. Waren keine Torwalschen, da kannst du dir sicher sein. Diese Göttin hat etwas mit Sturm zu tun. Und da habe ich auch die Abbildung eines Drachen gesehen, der ihr wohl dient. Apropos Sturm, der Sturm scheint sich jetzt relativ rasch zu legen. Also ganz merkwürdig, dass der Wind so plötzlich kam und wieder gegangen ist. Und jetzt, wo ihr irgendwie euch Gedanken darüber macht, merkt ihr auch eigentlich, dass das Wetter und die ganzen Umstände um euch herum eigentlich gar nicht für einen Sturm, so wie ihr das normalerweise kennt. Die Alte und die anderen Torwaller werden Stürme auf jeden Fall erkennen von hoher See. Ihr seid ja auch schon durch einen durchgesegelt. Aber so schnell, dass der Wind so schnell so stürmisch wird und so hart und euch fast aus den Glatschen bläst und dann sofort wieder verschwindet als Sturm, das ist schon eigenartig. Naja, aber ich meine, im Umfeld um die Prophezeiung hat es schon die ein oder andere seltsame Gegebenheit auch gegeben. Also ich meine, vielleicht hängt das wirklich mit der Prophezeiung zusammen.
Das war ja genau in der Situation, bevor Shaya anfing, die Prophezeiung zu äußern. Und jetzt, wo sie damit fertig ist, flaut's wieder ab. Also ein bisschen zu viel Zufall für... Hat nichts damit zu tun, finde ich. Ja, das hat aber Form der Nachrichtenübermittlung. Ich habe irgendwas von Elfengöttern erzählt, fragt jetzt von Shaya Orima. Von Orima. Ich zitiere mal Shaya für sie selbst, damit sie auch weiß, was sie gesagt hat. Macht nichts, Shaya. Ist mir auch schon öfter passiert, dass ich nachher nicht mehr wusste, was ich da eigentlich erzählt habe. Ja, ich glaube, das hatte bei dir aber andere Ursachen, oder? Volltrunken, götterfürchtig. Manchmal ist das das Gleiche. Ja, also, ich glaube, da hat unsere Geweihte eine andere Meinung. Das ist eine Travia-Geweihte, möchte ich noch mal kurz dazu sagen. Ja, gut. Ja, gut, aber trotzdem. Sie schaut dich auch mit zusammengekniffenen Augen an. Sind Travia-Geweihte nie volltrunken? Ich glaube, wenn es Geweihte gibt, die jemals volltrunken sind, dann dürften das ja wohl Travia-Geweihte sein, oder? Oh, Travia-Geweihte vielleicht auch. Wollte ich gerade sagen und einwenden. Aber natürlich kann ich gut einen trinken. Ich komme aus Torval. Und dann kommt wieder von allen Torvalen: Das wohl! Ja. Ja, jetzt mal gerade, ich hänge gerade ein bisschen, tatsächlich, das würde Fianna nie passieren, aber die Stadt, in der Ingrim Effert trotz, also irgendwas mit Wasser und Stein oder Metall, ja. Das wird ja irgendwo am Meer sein, oder nicht? Aber wo kann denn das sein? Also wir müssen jetzt ja mal anfangen zu überlegen, was uns jetzt das sagt für unseren Weg. Wer ist Ingrim? Der Schmiedegott unter anderem. Ah. Ja, ihr könnt ja mal eine Probe machen auf Geografie oder auf Sagen und Legenden, je nachdem, von welcher Seite des der Aspekte ihr euch nähern wollt. Der ja. Moment. Oh, ich habe hier noch die verkehrten Würfel gefehlt. Egal was, nein. Du hast Schicksalspunkte, die du ausgeben kannst. Ich erinnere da jetzt schon dran. Ja, ich weiß aber nie, wie ich die einsetzen muss. Die Schicksalspunkte, kann ich dann den Wurf wiederholen oder kann ich das beliebig auch nicht schaffen? Du kannst beliebig viele Würfel neu würfeln mit den Schicksalspunkten. Oder du kannst damit auch eine Qualitätsstufe, also wenn du es geschafft hättest, dann auch noch eine extra Qualitätsstufe dir dazu kaufen. Du könntest auch Schadenswürfe wiederholen, du könntest deine Verteidigung um 4 erhöhen für die eine Runde, du kannst Zustände damit ignorieren und du kannst sagen, dass du als Erster dran bist in der Kampfrunde. Und dann gibt es noch Sonderfähigkeiten, mit denen du noch andere Sachen machen kannst, aber die hast du, glaube ich, nicht. Das befürchte ich auch. Ja, dann, wenn ich, also das kostet mich dann jetzt 2 Schicksalspunkte, wenn ich die 2 Würfel, die da verkackt sind. Ein Schicksalspunkt kostet beliebig viele Würfel in einem Wurf wiederholen. Ah, okay. Dann. Ich bitte 3 Qualitätsstufen über Sagen, Legenden. Ja, bei dir kommt noch erschwerend hinzu, dass du ein Elf bist. Ich lass das. Das ist wirklich eine harte Erschwerung. Es wird nur schlimmer. Die Alte auch gewürfelt, ich habe es nicht gesehen. Ja, also wenn die beiden anderen so grandios sind, würde ich auch mal einen Schicksalspunkt schmeißen, um meine eine Klugheitsprobe zu wiederholen. Mhm. Die 16 quasi würde ich dann nochmal werfen wollen.
Schauen wir mal. Die ist jetzt eine 13, schaffe ich immer noch nicht. Tja. Ja, sagt euch allen nichts. Der Valion kommt zwar nicht hier aus der Gegend, der kommt in der Tat ja auch von wo ganz woanders. Allerdings hat er in Liedern von seinen Stammesgenossen irgendwann mal ein Lied gehört, das davon singt, dass die Menschen einen riesigen Turm gebaut haben, irgendwie ins Meer, in irgendeiner Menschenstadt. Ich hörte eins davon, dass Reisende meiner Sippe zu einem Ort kamen, an dem die Menschen einen Turm ins Meer gebaut haben in der Menschenstadt. Vielleicht ist das der Ort. Ja, und angeblich haben die brüsten sich manche Menschen damit, dass sie damit das Meer vertrieben hätten. Und Rosenohren gaben damit an, die hätten damit das Meer vertrieben. Ja. Und vielleicht kommt es euch jetzt etwas einfacher mit diesen Informationen, die Valion euch da irgendwie zukommen lässt, irgendwie einzuordnen, von was da gesprochen sein könnte. Deswegen nochmal eine Geografieprobe, diesmal erleichtert um 1. Ansonsten kann ich auch mal für Phileason würfeln. Oh ja, guck mal. Falls ihr es nicht schafft, er schafft's. Der Hetman, wisst ihr, wovon er da spricht? Weißt du, ich hätte jetzt mit 2 Qualitätsstufen das auch geschafft. Ja, jetzt, wo Valion das so erzählt, mit Turm im Wasser, der das Wasser vertreibt oder das Meer vertreibt, natürlich, es gibt eine. Ja, das waren keine Menschen, die das gemacht haben, sondern das waren Zwerge, die das gemacht haben. Und es war auch kein Turm, sondern es war eine Art Mauer oder eine Art Damm, würdest du sagen. Und dafür ist die Stadt Valusa ist dafür bekannt, dass es dort einen riesigen Damm gibt und die Zwerge dort eine riesige Wallmauer quasi ins Meer gebaut haben, damit das Meer zurückgetrieben haben und dann einen großen Tempel des Ingrim dorthin gebaut haben. Und dann kann ich noch gerade mal schauen wir doch mal, wo Valusa liegt. Hier unten. Also wenn ihr die Avis-Pfade bei euch aufmacht, dann könnt ihr das ja auch mal gucken, wenn ihr im Stream nicht gucken wollt. Das liegt südlich von Festo. Na gut, dann sind wir ja schon mal in die richtige Richtung unterwegs, wa? Ja. Ja, und angeblich soll es dort auch ein. Da kommt dann vielleicht wieder das, was der Valion erzählt hat, wieder doch zum Tragen. Angeblich soll es in Valusa auch einen großen Leuchtturm geben, der zum Ingrim-Tempel dazu gehört. Ja, so ein Zufall, das liegt auf unserem Weg. Das ist gut. Verlieren wir weniger Zeit. Mir wäre es lieb, wenn wir gar keine Zeit verlieren würden. Ja, wir sollten auf jeden Fall uns weiter auf den Weg machen. So sieht's aus, jawohl. Aber was heißt das? Also während ihr dann weiter marschiert, könnt ihr euch weiter unterhalten. Was sollen wir denn da in Valusa jetzt machen? Irgendwie eine elfische Gottheit in einer Stadt, der die Zwerge einen Tempel gebaut haben, zu finden, dürfte ziemlich schwierig sein. Naja, es geht ja
Geht es da auch schon um Urima? Es geht ja erstmal, konnten selbst die Stürme der Zeit die Spur des Steppenwolfs nicht löschen. Da müssten wir jetzt erstmal überlegen, wofür der Steppenwolf steht. Mhm. Und dann gucken, welche historischen, keine Ahnung, Gebäude, Artefakte irgendwie aus früheren Zeiten noch in der Stadt sind. Mhm. Das denke ich auch. Und so werden wir dann die silberne Flamme finden. Also, Grotte meint so, Steppenwolf sagt mir irgendwas, es gibt eine Legende meines Volkes über einen großen Helden. Nachdem ist auch hier unser kleiner Hirte benannt. Herzen! Erzählt doch nochmal die Legende, bitte, Grottet. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil nicht mehr so viel darüber bekannt ist. Er soll ein großer Held und Schwertmeister gewesen sein und ein großes Heer angeführt haben und vor allen Dingen auch gegen die Ptolemiden gekämpft haben. Ja. Viel mehr weiß man aber jetzt auch nicht mehr. So, er hat auch angeblich auch eine Schwertschule, glaube ich, gegründet. Aber ich bin mir da nicht sicher. Dann haben wir doch zumindest einen ersten Anhaltspunkt, wo wir suchen. Ja. Also wenn das der Steppenwolf ist, nach dem wir suchen. Wenn du sagst, das ist ein Mythos, der schon sehr lange her ist. Ja, das ist bestimmt... Echt unwahrscheinlich, dass wir den treffen jetzt, oder? Ist bestimmt schon 300 Jahre oder so her. Aber das passt doch, dass die Spuren nicht ausgelöscht werden konnten durch den Sand der Zeit. Ich meine, natürlich ist Zeit dazwischen vergangen. Und wahrscheinlich ist auch... Ich meine, einiges in Valusa passiert und aufgebaut worden, aber es werden sich wahrscheinlich immer noch Gemäuer finden, die so alt sind oder die, Gegenstände. Die Geschichte, die meine Oma mir immer erzählt hat, war die Geschichte, als er gegen die Ptolemiden kämpfte und die Ptolemiden auf Pferden ritten, die viel größer waren als alle Pferde, die man jemals gesehen hat. Und sie hatten lange Hälse und lange Beine und einen merkwürdigen Buckel, auf dem die Reiter drauf herumgeritten sind. Aber es gab auch Zeichnungen, aber das sah sehr, fast schon dämonisch aus, würde ich sagen. So riesen, sehr lange Beine und ein ganz langer Hals und diese Buckel. Also als wäre das Pferd verkrümmelt. Also an die Pferde schuppen? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, dass ich mal in Büchern davon gelesen habe. Ich glaube, das ist ein ptolemidisches Reittier, was er da beschreibt. Natürlich ist es ein Reittier, verehrte Fiana. Nein, aber kein dämonisches Wesen, sondern Abdul einfach... Abdul meldet sich zu Wort. Das ist ein ganz einfaches Kamel. Ja, sag ich doch. Ah, stimmt. Abdul, kommst du ja auch aus der Gegend. Wie schön, dass ich beachtet werde. Siehst du, so einfach ist das. Aber dass ihr Kamele nicht kennt. Das sind doch keine Pferde, das sind Kamele. Viel wertvoller als Pferde. Naja, nicht überall, aber in der Wüste. Von uns kommt eben keiner aus der Wüste. Das ist mir auch schon aufgefallen. Blitzmerker! Guck mal so die ganzen Torwaller an hier. Also mit diesen Kamelen, das interessiert mich jetzt. Du sagst, sie leben in der Wüste leben noch keine Tiere. Oh doch, es gibt in der Wüste, Teile der Wüste sind belebt. Also es gibt, die Wüste ist nicht nur komplett Sand und nichts und tot. Außer vielleicht... Also. Ja, auch die kann man finden, aber es gibt auch Teile der Wüste, die sind fruchtbar. Die nennt man Oasen und dort lebt ein großer Teil meines Volkes. Ja.
Die sogenannten Novatis kommen von dort. Also du meinst so wie Inseln in der Wüste, ja? So ähnlich, so genau. Inseln, ja, das ist ein guter Vergleich, Jalte. Ein Meer aus Sand. Ja. Aber ihr nutzt keine Schiffe, oder? Man bezeichnet Kamele manchmal als die Wüstenschiffe. Ja. Alles klar, Abdul, jetzt sind sie mir sympathisch. Habt ihr gehört, er hat mich gesiezt. Endlich eine respektvolle Bezeichnung von Jalte. Die Kamele, Pfeife. Er ist dazu übergegangen, ein merkwürdiges Lied zu summen. Rote und schwarze Kamele hieß das Spiel. Und dann wurden die Kamele weiß. La 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 la. Da ich wieder ein merkwürdiges Jucken in meiner Faust spüre, wende ich mich jetzt einfach nochmal Fianna zu. Also Spuren des Steppenwolfs, ja? Glaubst du da irgendwas in der Stadt zu finden? Weiß ich nicht. Gibt's da irgendwie einen, der eine Kneipe hat und da was ausstellt? So? Vielleicht sowas, oder? Wenn er so ein berühmter Held ist. Ich meine, was wird denn, abgesehen von den Legenden, bei euch Torwallern von berühmten Helden noch aufbewahrt? Gibt es nicht vielleicht auch, wenn da jetzt so ein Skaldensänge! Ja, sag ich ja. Aber wenn, gibt es nicht vielleicht auch, wenn jemand mit seiner Waffe sehr gut war, dass dieses Schwert oder die Streitaxt besonders irgendwo aufgehängt wird, weil sie ein treuer Begleiter in vielen Schlachten war, an der Seite des großen Helden? Oder solche Dinge? Da muss ich jetzt mal den Meister fragen, gibt es tatsächlich so eine Devotionalien-Kultur bei den Torwalern? Weil primär geht es doch eigentlich vor allem darum, in die Geschichten des Galden einzugehen. Oh, sorry, ich bin schon wieder gemutet. gibt wahrscheinlich sowas wie Ahnentafeln, habe ich dem Jalte gerade erzählt, für von adligen oder höher gestellten Anführern der torwallischen Stämme. Also im Prinzip könnte ich mir das ja auch herleiten aus, also ich meine, Tempel haben ja irgendwelche Gegenstände, die auch von irgendwelchen genau, wichtigen... Genau, von daher wirst du das auf jeden Fall herleiten können, weil auch die Swafnir-Geweihten geben ja auch wertvolle Amulette weiter und sowas. Ne? Und ja, der berühmte Aslaif Alriksson zum Beispiel. Ja, genau. Und es gibt eben manchmal besondere Waffen, die sich durch ja, besondere Schönheit auszeichnen oder durch gute Fertigung, die eben daher auch ihren besonderen Wert haben. Und wenn nun ein besonderer Held sie geführt hat, dann beginnt auch diese Waffe an Wert zu gewinnen. Verstehst du? Wenn der Held dann stirbt, dass dann Leute sagen, Mensch, mit dieser Waffe ist er in so vielen Schlachten erfolgreich gewesen, vielleicht färbt das ein bisschen auf mich ab oder solche Dinge. Gibt's alles. Ja. Also, wenn man mit der Waffe eines guten Kämpfers kämpft, kann es sein, dass man besser kämpft? Nein, nicht in echt, aber das gibt Leute, die sich das einbilden. Und Pölle, hast du... ja, Entschuldigung. Jalte, hast du das nicht schon mal... Sehr, sehr cooler Typ sein. Ja, das ist ein ganz feiner Kerl. Aber Entschuldigung. Jalte, hast du das nicht schon mal erlebt, dass der Gedanke daran, dass du jetzt
mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet bist, dich tatsächlich stärker gemacht hat. Manchmal hilft es ja einfach zu glauben, jetzt werde ich diese Schlacht gewinnen und dir haue ich aufs Maul und ich gewinne das Ding. Und es klappt dann tatsächlich, auch wenn man vorher vielleicht Grund zum Zweifeln gehabt hätte, weil der Kampf eigentlich aus gleichstarken Männern ausgefochten wird. Und wenn aber einer ganz besonders will, dann klappt das. Das verstehe ich nicht. Ich wollte bis jetzt jeden Kampf gewinnen und ich habe bis jetzt jeden Kampf gewonnen. Was ist daran denn besonders? Das ist eine gute Einstellung. Manche Leute haben Angst vor Kämpfen und die sagen sich, oh, ob ich das wohl schaffe. Und wenn du immer mit der Einstellung in den Kampf gehst, dann kriegst du wahrscheinlich irgendwann aufs Maul. Du, Jalte! Und Raluf pusht dich so an. Ja? Hier, mein Skraja. Das ist doch der gleiche Skraja, den schon mein Uropa benutzt hat. Der hat schon so viele Orkschädel gespalten. Der kennt sich auch aus, hat mein Opa gesagt. Der weiß, wo der Kopf des Orkes ist, selbst wenn es meine Faust noch nicht weiß. Immer obendrauf, hätte ich ja gesagt, aber... Das hat Opa auch immer gesagt. Siehst du? Und nun ist dieses Kraja bestimmt besonders wertvoll im Kampf gegen Orks. Ja, Opa hat gesagt, ich darf sie nicht verlieren. Siehst du? Und wenn jetzt der Herrn Sen Steppenwolf das auch zu jemandem gesagt hat, dass er seine Waffe nicht verlieren darf, dann hat er die bestimmt irgendwo aufgehoben. Oder eben sowas. Dann auf nach Valusa, um was auch immer zu finden, das Orkschädel spaltet. Und Herrn Sen gehört hat oder so. Ja, genau. Ja. Erstmal, vielleicht auch das, vielleicht ein eingeschlagener Tulaminschädel. Aber wir sollten erstmal noch Festum und Karine verkaufen. Die werden nämlich langsam lästig, wenn wir die noch weiter hinter uns herschleppen müssen. Fianna hat ja auch eine besondere Waffe, die sie mit sich herumträgt. Auch wenn sie ja, nie benutzt, aber... Ne? Ja, mir ist das Ding auch einfach unangenehm. Das ist viel zu doll verziert und irgendwas. Das kann man gar nicht richtig festhalten mit den ganzen hier Knöpkes da am Griff. Was soll so ein Scheiß wohl? Rote Orks sind immer eine gute Sache. Das wohl! Da sind wir uns ja alle einig. Hat noch nie geschadet, einen Ork zu erschlagen. Oder einen Al-Anfana. Was für ein Al-Anfana? Die Sklavenjäger. Doch, da hat es schon mal geschadet, wenn man ihn nämlich vorher noch verhören wollte. Ach was, erst hauen, dann fragen. Das ist richtig, aber nicht sofort tothauen und dann fragen. Dann antwortet der nämlich nicht mehr. Ja, stimmt. Die haben so weiche Schädel. Vertragen nix. Deswegen brauchen sie auch Sklaven wahrscheinlich, weil sie selbst nichts auf die Reihe kriegen. Ich hab mal gehört, die haben so schwache Nacken, dass die keine Flügel an den Helmen tragen können. Das habe ich auch gehört. Völlig, völlig merkwürdige Sache. Ich habe auch mal gehört, es gibt irgendwo eine Kavallerieeinheit von irgendeiner Armee, die ja tragen die Flügel nicht am Helm, sondern an der Rüstung. Was? Glauben die damit fliegen zu können? Andere Länder, andere Muskelpartien. Die denken mit dem Rücken? Denkst du mit deinem Nacken? Nein, aber mit dem Kopf, wo die Flügel drauf sind. Ja. Zurück zum Thema. Wie werden wir die Karina los? Wir gehen jetzt nach Festung, benehmen uns da so, dass wir nicht wieder aus der Stadt rausgetreten werden und verticken die da. Guter Plan. Ich gucke den Elf scharf an. Vielleicht kriegen wir in Festum ja auch auf jeden Fall ein neues Schiff, dann könnten wir über See nach Valusa. Das geht vielleicht schneller als über Land. Guck unschuldig zurück. Wer knebelt den Elf? Ja. Gut, also nicht auf ein Gefängnisausbruch. Denn. Über See klingt gut. Ja. Dann seid ihr eine ganze Ecke unterwegs. Und verbringt noch einige Tage irgendwie zwischen den Wäldern und Seen des Bornlandes. Haltet euch aber auf der Hauptstraße und durchquert mehrere Ortschaften. Und
Ja, und es ist keimt so in Crotted, dass er irgendwann den Phileas dann anstupst und meint so: Kapitän, ich hab die letzten Tage viel nachgedacht. Ich muss euch etwas erzählen, also etwas sagen. Ich weiß nicht. Man lässt seine Otter ja nicht im Stich, das habe ich bei euch gelernt. Aber wäre es möglich, mich in Festum aus der Gemeinschaft zu entlassen? Und er guckt so ein bisschen skeptisch. Warum? Nun, mein Stamm hat sehr stark gelitten und ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste ihnen etwas helfen, den Stamm wieder aufzubauen und den Rückweg gut zu bestreiten. Ich habe das Gefühl, ich werde bei ihnen mehr gebraucht als bei euch. Und wir brauchen trotzdem immer einen fähigen Kundschafter. Und wir sind aus dem Norden, aus den Gebieten, in denen ich mich auskenne, heraus, Kapitän. Also ich. Und als Kundschafter ist Valion war nicht besser geeignet als ich manchmal. Ich habe ihm auch auf der Seeadler alles beigebracht, was man im Ausguck einem beibringen kann. Er weiß fast alles, was ich weiß. Zumindest über Das das ist cool. Ausgucken. Siehst du, und er antwortet sogar schon mit das Wohl. Das hat er auch gelernt. Und ich werde darüber nachdenken. Es wird ein starker Verlust sein für die ganze Crew. Aber ich will auch nicht, dass dein Stamm unglücklich ist und dass du unglücklich bist und nur aus Pflichtgefühl bei uns bist. Vertagen wir die endgültige Entscheidung bis Festum. Ei, Kapitän. Nickt man so. Und so zieht ihr euren Weg auf der Hauptstraße Richtung Festum. Relativ ereignislose Tage. Und als ihr mal wieder kurz vor Festum über einen kleinen Hügelkamm hinübergeht, ist eine Sinnesschärfenprobe fällig. Vier Vier Qualitäten. Qualitätsstufen beim Jalte. Sieht das bei den anderen aus? Und 3 Stufen. Und der Ausguck 11? Bei. Ich sollte meine AP endlich mal ausgeben. In die Landschaft gucken scheint besser zu klappen als auf eine Karte. Bei uns allen. Sie nannten ihn Elfguck in die Luft. Ja, dann ist es Jalte, der zuerst bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Irgendwie die Karäne werden unruhig. Und ja, laufen so gegeneinander und versuchen irgendwie so zur Seite auszureißen. Und Herrn Zehn hat schon irgendwie alle Mühe, so sie irgendwie zusammenzutreiben. Und auch die Packpferde, die ihr dabei habt, und Mulis, werden auch langsam etwas unruhig. Und dann meinst du irgendetwas zu hören, irgendwie in der Ferne, das so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, wie ein Gebrüll oder sowas klingt, vielleicht ein Bär oder sowas. Ja, sofort hebe ich die Hand als Zeichen, dass wir anhalten sollen. Ja, die anderen werden dann dass die Karäne unruhig werden, auch mitbekommen. Und das Geräusch kann allerdings nur Jalte vernehmen, weil er am besten gewürfelt hat und die meisten Qualitätsstufen hat. Habt ihr das gehört? Da hat ein Bär Nein. oder so etwas geschrien. Ja. Nee, ich habe nichts gehört, aber wir sollten uns atmen. Dass die Tiere so unruhig sind, ist ja auch ein Zeichen. Irgendwas stimmt hier nicht. Richtig. Ja, dann
würde ich wohl mal den beiden und Ino deuten, dass sie mit mir kommen sollen. Mhm. Und warte eben, ich mache meinen Bogen noch. Gute Idee. Ja, und dann gehen wir wohl mal dem Geräusch hinterher. Das ja, es war schwer auszumachen, es kommt irgendwo aus der Ferne, irgendwo aus Nordosten oder so. Mhm. Nordosten, also quasi so von links von hinter die Straße. Euch. Von hinter. Von hinter euch. Ja. Okay. Ist da denn Wald oder was ist das? Nee, ihr geht gerade über eine relativ freie Fläche. Wie gesagt, das ist ein bisschen hügelig da gerade. Ja. Das ganze Bornland ist ja mit Wald durchzogen. Also es gibt auch hier einzelne Baumgruppen, die ihr sehen könnt. Aber da ihr euch fest und jetzt schon relativ nähert, ist hier relativ viel freie Steppe. Wenn man es denn so Steppe nennen kann. Ja, so ein bisschen sumpfig hier alles. Und aber das ist sehr flach, sehr eben, also nicht flach, also es ist schon irgendwie hügelig, also geht ein bisschen auf und aber man kann weit gucken, das wollte ich damit sagen. Zumindest von der Stelle aus, wo ihr gerade seid, weil ihr ja gerade diese Hügelkuppe hochgeht und auf der Spitze steht und quasi über die Landschaft drüber gucken könnt. Ja, aber man sieht nichts in die Richtung, ja? Ja, kommt drauf an, auf was du achtest. Auf alles, was nicht Gras ist. Alles, was nicht Gras ist. Bäume, Büsche. Ja, okay, auf alles, was nicht grün ist. Okay. Also ich guck natürlich jetzt erstmal halt nach Lebewesen Ausschau, vermute ja jetzt einen Bären oder also mein ja, du bist ja nicht sicher, ob es ein Bär war, aber es ist ein tiefes Grollen halt. Das kann sonst eigentlich nur so ein Bär oder so sein. Ja. Also mein Großes Wissen über das Bornland ist ja relativ klein. Ich meine aber gehört zu haben, dass es hier ziemlich viele Bären geben soll. Mhm. Und deswegen halte ich jetzt erstmal primär Ausschau nach einem Bär. Mhm. Wäre aber auch nicht überrascht, wenn ich einen Luchs sehen würde oder so. Ja. Okay, was machen die anderen? Ja, ich würde auch schauen, wenn ich dann aber nicht sehe. Mhm. Wenn ich mich an Filerson ja. Fogwolf, könnte ich einmal dein Kuckrohr haben? Vielleicht sehen wir damit, was die Karin auf mein Fernrohr. Leucht. Ja, klar, sicher. Hier. Ja, und du hast wie immer ein bisschen Schwierigkeiten, das irgendwie zu justieren irgendwie und schaust damit so ein bisschen in der Gegend rum, bis du irgendwie einen Fixpunkt findest, auf den du dich konzentrieren kannst. Aber bevor du diesen Fixpunkt erreichst, meinst du etwas wahrzunehmen, so irgendwie als du in der Bewegung bist, irgendwie etwas, das silbrig glänzt. Da ist was Silbriges. Schwenkst dann zurück und merkst, dass du nicht auf den Boden schaust, sondern in den Himmel und siehst dann einen silbrigen Ball oder sowas ganz in der Ferne am Himmel. Silbriger Ball? Vielleicht hast du einen Drachen gehört, hier, Alter. Der jetzt gerade wegfliegt. Ein Drachen? Naja, wenn es gebrüllt hat. Zieh meine Axt. Wie gesagt, fliegt bereits weg. Ich zieh meine Wurfaxt. Eigentlich hast du eher das Gefühl, dass er näher kommt. Ach so, okay. Entschuldigung. Und er kommt näher. Hein schneidet seine große Armbrust vom Packesel. Raluf zieht auch sein Skraja. Ich dachte, das ist für Orks! Stimmt. Aber für Drachen geht's bestimmt auch. Ist es jetzt Zeit für das, was ihr Tiltwall nennt? Was wir was nennen? Tiltwall.
Ach so, Schildwall? Ich glaube, gegen einen Drachen funktioniert das nicht. Kannst du dich noch daran erinnern, was mit dem letzten Drachen gewesen ist, gegen den wir gekämpft haben? Ja. Da hätte ein Schildwall auch nichts genutzt. Das stimmt auch wieder. Ich würde vorschlagen, wir holen den einfach vom Himmel! Ist denn da in der Nähe irgendwie ein Unterschlupf oder irgendwas, wo wir die Karene vielleicht irgendwie festbinden? So. Also wir sind mitten im offenen Land. Mhm. Scheiße. Mitten auf der Straße. Ja. Scheiße, dann wäre es ja fast sinnvoller, die Karene. Ja, aber die kriegen wir nie wieder, ne? Wenn die nicht zusammen in der Gruppe stehen würden, das macht sie ja viel leichter angreifbar. Wenn man hier eins und mal da eins läuft, dann wäre es ja eigentlich sicherer für die Karene. Aber wenn wir die jetzt auseinander treiben, Herrn Zen, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die später wieder anzulocken, wenn wir sie jetzt irgendwie, also ich meine, die stehen ja sonst auch werden, nicht immer. Wir werden sie ganz, ganz schlimm jede einzeln suchen müssen, wenn wir sie jetzt auch verstreuen lassen. Aber wenn sie alle zusammenstehen, sind die ein super Ziel. Ja, aber es wird kann sein, dass wir die nicht wieder zusammenkriegen. Wenn sie Angst haben, laufen sie, was weiß ich, wohin. Vielleicht in irgendeine sumpfige Spalte oder gehen dann unter oder sonst. Sie kennen das Gebiet hier nicht. Nein, ja gut, dann lassen wir sie zusammen. Das passt mir überhaupt nicht. Ja, dann müssen wir die irgendwie verteidigen, so gut es geht. Und Valion guckt vielleicht durch das Fernrohr weiter diesen Ball an, der jetzt auch Konturen annimmt und in der Tat sehr weit hoch oben fliegt, würdest du sagen. Also weit außerhalb der Reichweite deines Bogens. Und aber näher kommt und auch die in der Tat wohl ein Drache ist, der irgendwas in seinen Klauen hält. Was genau kannst du nicht erkennen, weil er so weit oben fliegt und kommt näher. Ach, bin ja gar nicht gemütet. Okay. Er hält irgendwas in seinen Klauen. Vielleicht hat er schon sein Fressen und Vielleicht beschmeißt er uns mit Steinen! Doch kein Riesenalk. Also wenn ich ein Drache wäre, ich würde riesige Steinbrocken nach meinen Gegnern schmeißen. Dafür hat er auch sein Feuerart. Vielleicht ist es noch ein junger Drache oder so und hat noch keinen Feueratem. Das ist ein Feld. Diskutiert ihr gerade ernsthaft darüber, wie man sich fühlt, wenn man ein Drache ist? Ja. Egal! Mein toter Drache ist ein guter Drache. Ja, soll ja ruhig herkommen. Ich ziehe mich schon mal sicherheitshalber auf den Drachen. Ja. Und es dauert gar nicht lange, kann man ihn auch mit bloßen Augen erkennen. Allerdings fliegt er wirklich sehr hoch. Also ist kaum am Himmel zu erkennen. Und ist wahnsinnig schnell. Also der macht auch keine Anstalten auf uns jetzt irgendwie liegen. Der fliegt tatsächlich über uns hinweg, ja. Ja. Als er euch erreicht hat, kreist er ein, zweimal über euch. Und Heinz schießt auch schon den ersten Bolzen aus seiner Armbrust ab, aber der fliegt einfach viel zu hoch. Und Heinz brüllt ihm irgendwelche Verwünschungen entgegen. Und dann dreht der Drache aber ab und fliegt weiter Richtung, jetzt Richtung Süden. Also von mir kriegt er auch eine Torwalsche Geste höflicher Ablehnung. Man kann in der Tat sehen, dass er irgendwas bei sich trägt, also irgendwas in den Klauen zu haben scheint, weil der Flug so ein bisschen ungelenk wirkt. Und die Füße, die Klauen halt nach unten raushängen. Aber was es genau ist, könnte nicht. Vielleicht ein Rind oder sowas. Oder wirklich Steinbrocken. Also selbst dafür fliegt er zu hoch. Ja, und ist dann irgendwann auch wieder aus eurem Sichtfeld verschwunden.
Dann wohl mal weiter. Ja. Okay, dann geht es für euch weiter nach einer weiteren halbwegs angenehmen Reise. Sonst passiert nämlich nichts weiter. Erreicht ihr die große Stadt Festum. Und ist wirklich die eine der größeren Städte, die ihr bisher irgendwie kennengelernt habt. Ihr wart ja zwischendurch auf der anderen Seite der Küste. Wo seid ihr gelandet? In Riva wart ihr gelandet, glaube ich, ne? Genau. Riva ist nicht annähernd so groß wie Festum. Und am ehesten zu vergleichen von der Größe her vielleicht mit Torval, obwohl Torval auch ein bisschen kleiner ist noch als Festum. Und die Stadt ist schon wirklich sehr, sehr groß. Und es herrscht sehr viel Treiben in der Stadt. Und das, was auf jeden Fall auch Ronkiel hier sehr zu schaffen macht, oder beziehungsweise ihn sehr aufgeregt immer zwischen euch hin und her laufen lässt, sind die vielen Goblins, die man hier sehen kann. Die anscheinend wie selbstverständlich zwischen den Leuten hin und her laufen. Ja, aber mir ist zu sehen, dass ich mich sichtlich unwohl fühle, dass auf einmal diese ganzen Massen an Menschen und Goblins da sind, ja. Alles enger wird und vor allen Dingen trifft ja auch auf Also es ist wirklich eine riesige Stadt, die ungefähr, also so sagt man, um die 40.000 Einwohner hat, was schon für so eine, was schon sehr, sehr viel ist. Und mir ein Tuch hervor und bindet mir vor die Nase. Ja. Und da gehen wir wirklich rein? So war doch der Plan, oder? Die Karene verkaufen. Ja, muss ja wohl. Auf den Markt am besten, oder? Wird es ja wohl einen Markt geben. Ich habe aber kein Gefühl. Wieso? Guck dir das doch mal an, das ist riesengroß hier. Naja, und? Gibt nur ganz wenig Torwart. Es gibt bestimmt auch Tavernen hier. Wir waren schon lange nicht mehr in einer richtigen Taverne. Also diese kleinen Schenken am Wegesrand vielleicht, aber hier gibt es bestimmt richtiges Bier. Und Holzmöbel. Hä? Die kann man bei einer guten Schlägerei dem anderen über den Kopf ziehen. Ja. Und es ist eine Küstenstadt, das heißt, es hat einen Hafen. Hafenkneipe! Yes! Und sie, ja! Die Ralluf läuft vor. Ja. Ein bisschen hilflos für Vianna. Meinst du, man wird hier irgendwo auch Pfeile erstehen können? Bestimmt. Auf dem Markt gibt es doch alle möglichen Stände. Ich will mal gucken, ob es da irgendwie Waffenverkäufer gibt oder... Ich weiß nicht. Wo findet man diesen riesigen, stinkenden Haufen, den Markt? Naja, da wollen wir jetzt ja sowieso hin. Dann gehen wir jetzt mal als Gruppe. Ja, gut. Oder die Bock haben. So, wer schon in der Kneipe ist, der Ich freue mich zwar auf die Hafenkneipe, aber ich besitze ja viel Geduld. Also, ich werde mit Nirka und Krottet und den anderen Nivesen auf den Markt gehen und versuchen, die Karene zu verkaufen. Rest der Mannschaft, ihr habt Landgang. Also, genießt die Zeit. Wir treffen uns in der... ich kenne noch welche. Ja, war Taverne waren hier nochmal gut. Es war sogar ein... das alte Lotsenhaus. Das alte Lotsenhaus, da treffen wir uns, da reserviere ich uns ein paar Zimmer. Also heute Abend kommt ihr alle ins Lotsenhaus und dann feiern wir nochmal, dass wir die Karene hoffentlich gut verkauft haben. Und genießt die Zeit ein bisschen. Wir waren ja jetzt viel unterwegs. Und dann können wir uns morgen hoffentlich daran machen, ein Schiff zu kaufen. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, guckt ihr schon mal nach ein paar Schiffen. Am Hafen. Nochmal kurz eine
Zwischenfrage. Wir sind ja mit einer begrenzten Mannschaft unterwegs, ne? Also wir haben ja nicht alle mitgenommen, oder? Genau. Wir waren mit einer begrenzten Mannschaft unterwegs. Raluf, Shaya, Krottet, Inu, Hein, ne? Und dieser der Verbrecher, den ihr mit habt, Ronkiel, Abdul. Und Volker doch auch, oder? Und Volker, genau, ja. Gibt bestimmt so einige von denen, die gar nicht rudern können. Also wie war das eigentlich geplant? Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass der Hetman ein bisschen was über die Beschaffenheit Aventuriens weiß. Der ist ja schon rumgekommen, ja, also viel weiter als ich jetzt. Mhm. Der hat doch damit rechnen müssen, dass sobald wir in Richtung Osten kommen, mit dem Schiff ja sowieso nicht mehr weiterzukommen. Hat der von vornherein geplant? Also, ich glaube, ich frage ihn das mal. Hetman, sag mal, wie hast du dir das eigentlich gedacht? Ich meine, wir sind jetzt hier ziemlich viel über Land gestiefelt. Wir haben eine halbe Mannschaft dabei. Ja, du meinst, wo wir noch Leute herkriegen? Zum Beispiel. Na, das wird sich ja wohl organisieren lassen. Seeleute sollte es hier genug geben, wenn es einen Hafen gibt. Also nehmen wir jetzt einfach irgendwelche Seeleute mit, ja? Ja, wir sollten schon fähige Leute nehmen. Allerdings können wir auch schauen, dass wir ein kleines Schiff bekommen. Sodass wir nicht so viele Leute brauchen. Ich meine, es wird keine Seeadler werden, aber ein fähiges, stattliches Schiff sollten wir schon gut erstehen können. Gut. Ja, Shaya, hier auf dem Markt wirst du bestimmt einiges an Kräutern zum Würzen des Essens auftragen können. Oh, das auf jeden Fall. Und ich werde auf jeden Fall auch Ausschau halten nach einem Badehaus. Dieser Straßenstaub, der dringt einem in jede Ritze. Da hast du recht. Baden klingt wunderbar. Mhm. Und vor allen Dingen suche ich auf jeden Fall einen Tempel auf. Also die Geschehnisse, die wir erlebt haben, müssen auf jeden Fall dokumentiert werden. Ich muss sagen, es war schon eine seltsame Art der Nachrichtenübermittlung. Aus Torval, so zu dir, mit dem Sturm und so. Ich weiß auch nicht, was die Hohen sich dabei denken, aber wer bin ich, das in Frage zu stellen? Du kannst sie bei der Rückkehr einfach fragen. Das werde ich tun. Auf jeden Fall, denke ich. Was mich auch... Oder haben wir auch einige Wochen vor uns. Was mich auch interessiert, Fianna? Wie ist das mit eurem Gildenrecht? Ich habe gehört, die bornische Mode soll auch ganz schick sein. Vielleicht gehen wir ein bisschen einkaufen und uns etwas Neues zum Anziehen besorgen. Dürft ihr andere Sachen anziehen als diesen Reisekittel, den ihr da immer tragt jetzt? Ich meine, der ist ganz schick, aber er hat jetzt durch die ganzen Dornengestrüppe aus dem Wald da schon ein paar Risse und so. Gut! Ja, also eigentlich. Vielleicht ein paar Hosen. Ein gut paar. Ich weiß nicht, ob die hier Hosen tragen wie die guten Torvaler-Hosen. So schön mit gestreift, so weiß und rot gestreift. Gestreifte Hosen erinnern mich immer irgendwie an Beetlejuice, aber... Wer ist Beetlejuice? ja, so ein Buch, was ich mal gelesen habe. Eigentlich darf ich nichts anderes anziehen, aber du hast schon recht, meine Kleider sind wirklich ziemlich verlumpt. Ich sollte auf jeden Fall irgendwie gucken, dass ich noch Klamotten zum Wechseln finde. Wer weiß, wann wir das nächste Mal in den Stadtmittenmarkt kommen, bevor mir nachher mein Umhang in Fetzen vom Hintern fällt. Also ich meine, ich habe ja auch meine Robe ganz gern und dass man mir ansieht, aus welchem Stand ich bin, aber vielleicht ein bisschen Freizeitkleidung, weißt du? Etwas für die
privaten Stunden. Passend für das Fest, das wir nachher feiern wollen. Oh, ja. Hey, dann gehen wir inkognito auf das Fest, Fjana. Dann erkennt niemand, dass du eine Magierin und ich eine Geweihte bin. Vielleicht ja, ergeben sich dadurch ganz neue Erfahrungen. Ihr könnt ja eure Kleidung tauschen. Es gibt einen kleinen Größenunterschied zwischen Shaya und mir. Ja, das stimmt. Die haben sich doch gerade beschwert, dass ihre Kleidung doof aussieht, weil sie zerfetzt ist. Wo wir gerade dabei sind, wie sieht eigentlich jetzt so meine Klamotte aus? Also ich meine, jetzt mitgenommen mäßig, wird wahrscheinlich auch nicht so super sein, oder? Ja, das wird euch wahrscheinlich allen so gehen. Also ich weiß nicht, wie viel Wert der Valion irgendwie drauf legt. Wahrscheinlich nicht so sehr, wie seine Klamotten aussehen. Solange es nicht gerade Festkleidung ist, soll sie halt heil sein und der Witterung entsprechen. Aber wir kommen jetzt ja auch in wärmere Gegend, insofern machen wir ja auch bei anderen Kleidung wieder. Also das ist auf jeden Fall, dass ihr alle noch relativ Winterklamotten anhabt. Und man merkt jetzt schon, in Festum ist das Klima wesentlich angenehmer, wenn auch noch nicht richtig warm, aber es ist nicht so kalt, wie ihr das jetzt schon aus dem hohen Norden gewohnt wart. Übrigens, Dr. Baraculus habt ihr auch noch mit. Fällt mir gerade auf. Der ist auch noch da. Ja. Also ich werde mich wahrscheinlich auch mal um ein Äußeres. Zum Beispiel müssten die einzelnen Löcher in der Rüstung, die ich bereits seit dem Himmelsturm mit mir schleppe, weggemacht werden. Die müssen Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber mein Waffenöl ist auch alle. Vielleicht sollten wir da Neues holen, um die Axt ein bisschen sauber zu machen wieder. Ich meine, seit 2 Tagen habe ich keins mehr. Nachher rostet die und dann wäre der Opa sauer. Ein Argument. Könnte auch mal wieder geschliffen werden, habe ich das gehört. Einen guten Schmied sollte man hier finden können, hoffentlich. Obwohl, vielleicht sollten wir da mit ein bisschen bei Lusa warten. Da ist doch dieser große Ingir im Tempel. Ich sehe, du denkst mit. Das finde ich gut. Ja. Trotzdem könnten wir hier Waffenöl besorgen. Und ich muss auch manchmal echt um meine Hose kümmern. Die blauen Streifen sehen schon echt nicht mehr gut. Oh, da hast sogar blaue Streifen, das ist selten, ja. Das ist nicht selten. Im DSA-3-Regelbuch stand noch drin, dass Torvaler eine Vorliebe für blau gestreifte Hosen. Ja, ich sag ja nur, blau ist schwer herzustellen, deswegen ist es wahrscheinlich selten. Ja. Was auf jeden Fall Fianna auch noch weiß, ist, dass es hier in Festum ein ganzes Viertel gibt, was der Göttin Hesinde geweiht ist. Also nicht geweiht, aber ja, wie nennt man das? Gewidmet ist. Und in dem sich auch ein großer Hesinde-Tempel befindet. Das ist sehr gut, da will ich auch hin. Ja, das dachte ich mir, deswegen sagte ich es. Ja, so hätte ich sonst auch gleich noch nachgefragt, aber ich wollte nämlich eigentlich schon nach einer Bibliothek oder so. Und was vielleicht auch interessant sein könnte für Jalte ist, dass es hier die sogenannte Löwenburg gibt. Also einer der Sitze des Theaterritterordens. Und eine Hochburg des Rondra-Kultes. Weiß nicht, wie du es mit Rondra hältst, aber. Also primär habe ich es natürlich mit Swafnir hier, ne? Schon klar. Aber immerhin ist Rondra ja im großen Mythos, jetzt nicht bei den Torvaland selber, aber im 12-göttlichen Pantheon ja auch verwandt mit Swafnir. Also ich würde folgendermaßen vorgehen. Ich würde mich erstmal um eine Ausbesserung meiner Rüstung bemühen und ist ja eine Lederrüstung, da reicht ja, wenn ich zu einem
Hier, du weißt schon, sind das Kirschner? Nein, keine Ahnung. Zum Gerber, Handwerker geben. Sowas, ja. Hm? Ja, alles klar. Und besorgt mir Waffenöl, besorgt mir auch nochmal ein bisschen angepasstere Kleidung, auch ans Klima, damit ich nicht ganz so abgeranzt aussehe, wenn ich in den Tempel gehe. Ja. Und dann würde ich erstmal den Effa-Tempel aufsuchen wollen. Ja. Und danach, denke ich, wäre Ordensburg von so einem Theaterritterorden. Wäre wohl mein nächstes touristisches Ziel. Es gibt sogar einen Swafnir-Tempel hier. Ja, dann lasse ich den Effa-Tempel erstmal links liegen. Ja, also es gibt sehr viele Tempel hier, auch sehr exotische. Also wie gesagt, Swafnir gibt es hier. Es gibt auch Mokosha-Tempel für die Nivesen. Und sogar einen von Ruhr und Gror. Ja, also den maraskanischen Zwillingsgottheiten. Und was ganz, ganz exotisch ist, einen novadischen Rastulla-Tempel. Ich frage Fiana nochmal. Sag mal, Schätzchen, wer sind denn hier Rass und Gror? Oder Rass und Tulla oder wer auch immer. Also hier, die da. Ja, also wenn ihr da durch die Straßen läuft, kommt ihr vielleicht dran vorbei. Das sieht, könnt ihr euch eine große Moschee vorstellen. So wird der Rastulla-Tempel wohl aussehen. Andere Gottheiten. Rastulla ist doch der, von dem Abdul immer redet. Das ist der Gott, den er anbetet. In seinem Glauben gibt es nicht 12 Götter, sondern nur einen. Und dieser hat 99 Namen oder 100 oder wie viele? Jedenfalls ziemlich viele Namen und ist für alles zuständig. Der glaubt nur an einen Gott. Mhm. Ja, wenn er meint. Angeblich ist sein Gott ganz stark und kann alles, was sonst auf mehrere Götter aufgeteilt ist. Ach ja. Genau. Humbug. Ich merke schon, warum ich Abdul normalerweise nichts. In der Tat laufen hier auch, wenn ihr an dem Rastulla-Tempel vorbeilauft, auch mehrere sehr eigenartig gewandete Personen durch die Straßen. Irgendwie in weite Tücher und mit einem Turban auf dem Kopf und so. Und ja, auffällig bräunliche Hautfarbe. Nicht so dunkel wie Inu, aber... Eher so wie Nasir, ja? Ja, Nasir ist auch ein bisschen dunkler, aber der kommt ja nicht aus direkt aus dem Tulamidenland, sondern eher aus Aranien. Da ist es ja nicht ganz so, also der ist nicht ganz der krassen Sonne ausgesetzt wie die meisten Novadis. Na gut. Aber ja, der Vergleich ist schon ganz gut. Also ich würde jetzt so vorgehen, wie ich das gerade geschildert habe, würde die Mädels auch noch einladen, mitzukommen. Den werten Herrn Elfen auch. Volker wird sich um Abdul kümmern und sehr gut. Ja. Der soll den mal in diesem Rass- und Tulla-Tempel da parken. Ja, ich denke, den werden wir mal besuchen. Ich habe gehört, dass sie Gebetsgesänge haben, die ziemlich eigenartig klingen. Vielleicht kann ich mir da ein Lied abhören oder so, was den Abdul ein bisschen besänftigt, wenn er austickt. Das ja, gut. Das wäre gut. Aber du solltest nicht vergessen, dass das auch noch andere Gottheiten draußen gibt, ne? Ja, natürlich. Also, ich weiß ja nicht, was die mit dir da machen, Gehirnwäsche oder so. Ja, keine Sorge. Also, ich werde direkt danach zur Reinigung in den Swafnir-Tempel gehen. Das wohl. Und dann ein Bier darauf trinken. Ja, dann müsste ja eigentlich alles wieder gut sein hinterher. Es gibt wenige Dinge, die durch ein Bier nicht heilbar sind.
Ja, tatsächlich würde ich mich Shaya anschließen und erstmal Klamotten shoppen gehen und dann würde ich in den Jesinde-Tempel gehen. Mhm. Also solange ich nicht gerade verscheucht werde, bleibe ich bei den beiden dran, denn ich würde sonst total verirren hier und verloren gehen. Also ich lade dich ja sogar ein, mit mir zu kommen, ne? Ja, in der Taverne. Da gibt es wieder nur dieses Zeug, das sprechen. Gut, dann lauft ihr erstmal die Straßen entlang und kommt durch ein Viertel, das Valion noch eigenartiger anmuten lässt als der Rest der Stadt. Es ist irgendwie relativ bunt geschmückt hier und die Häuser zur Straße hin haben große Fenster und vielleicht sind es irgendwie Einkaufsläden, sowas hast du ja schon mal gesehen, irgendwie, dass die Menschen ihre Waren da anpreisen oder so. Du merkst, dass Shaya so ihren Schritt ein bisschen beschleunigt, als du durch das Viertel durchläufst. Du kannst einige Goblins sehen, die mit großen Besen irgendwie an die Straße kehren. Das ist relativ reinlich hier. Aber was das Allerkrasseste ist, dass hier die Frauen ziemlich krank, also ziemlich komisch herumlaufen, nämlich sehr spärlich bekleidet. Für eine Stadt ist es hier wirklich hübsch. Ja. Und schon die ersten Frauen nähern sich auch schon eurer Gruppe, besonders Jalte und Raluf und kommen irgendwie an. Hey, Schätzchen, willst du nicht mitkommen? Also für die Städte schon mal gesehen haben, ist das Rotlichtviertel. Stellt euch die Reeperbahn vor. Und die Lustknaben verstecken sich gerade. Ach, die gibt's auch bestimmt. Es gibt auch Lustgoblins bestimmt irgendwo. Schön flüchtig. Ja. Ja, also wenn die Mädels so ankommen, dann, also das ist mir ein bisschen suspekt, dass sie sich mir so an den Hals werfen. Ja. Mhm. So, ich reagiere da so teils verschämt, teils eher so, ich habe ja einen Plan, ich will ja was anderes gerade. Das passt mir jetzt so gar nicht in die Tagesplanung. tschüss. Ja, Raluf meint auch, ich gehöre zu der da, Travia und so, ne, Travia, hier, Travia. Und so, schon gehen die so, oh, okay, dann nicht, lass so. das hilft, das hilft. Was wollten die jetzt von euch beiden? Ist noch zu früh dafür. Später. Heute Abend. Ich glaube, die wollten knöpern. Was? Den Torwaldschmidtgriff kenne ich noch nicht. Das erkläre ich dir bei einem Bier. Gut, ihr durchquert das Viertel relativ schnell und kommt dann auch in das Gerberviertel und wo es noch mehrere halt auch so Stoffe für und Lederbearbeitung halt auch gibt. Das Viertel ist eins der Viertel, wo die meisten Goblins zu sehen sind auf den Straßen und auch einige Geschäfte scheinen von Goblins geführt zu werden. Und das ist eine eigenartige Sache für euch zu sehen, dass die Menschen und Goblins hier so in Eintracht miteinander leben und anscheinend wie selbstverständlich miteinander reden. So ein bisschen das Gefühl, was ihr in Gerasim hattet mit den Elfen, habt ihr hier irgendwie mit den Goblins. Aber hier wollte Jalte sich ja umgucken nach Rüstung oder nach Fellen und Leder und ja. Was suchst du denn genau? Naja, also ich gehe mal davon aus, dass meine Rüstung so ein bisschen mitgenommen ist. Wahrscheinlich ist hier was aufgerieben, da der ein oder andere Schnitt oder Loch oder ich habe die ja benutzt. So, habe ja auch mehrfach gekämpft jetzt und mehrfach einstecken müssen. und ich gehe jetzt einfach mal
rum und würde mir die Leder, also gerade die Lederrüstung angucken, die da in den Auslagen sind, um so ein bisschen abzuchecken, wie sind die Handwerker drauf, was haben die auf dem Kasten. Ja, bist du überrascht, als du in den ersten Stand herangehst, dass da tatsächlich so ein Goblin mit großen Hauern irgendwie hintersteht und dich irgendwie angrinst mit so einem breiten Lächeln. Hey, kommen Sie. Sieht das eher aus wie ein Grinsen oder wie ein Zähnefletschen? Ja, das ist irgendwie so eine merkwürdige Mischung aus beidem. Ja. Boko hat die besten Rüstungen und die besten Felle. Kommen Sie hier, da, hier. Der großer Herr, kommen. Dann zückt er so ein Maßband und läuft schon so an dir und man nimmt anscheinend schon Maß. Ja, also wenn er mir sehr schnell zu nahe kommt, schubse ich den erstmal so weg. Hey! Vorsicht! Wollen keine Rüstung. Ich möchte eine ausgebesserte Rüstung. Beste Rüstung, nur bei Boko. Denn ich will keine Rüstung kaufen, keine neue. Ich habe eine, aber die muss wieder gut gemacht werden. Ah, Boko machen immer Rüstung gut, ja. Du nix verstehen? Oh, Boko gut verstehen. Hier, ja. da, Schnitt und da kaputte Naht. Genau. Schnitt wegmachen. Boko kann wegmachen. Boko, bester Wegmacher der ganzen Stadt. Ja, was kostet? Geht so um dich rum und guckt sich so die Rüstung an. Halber Batzen. Für ganze Rüstung, heute Abend fertig. Ich kann dir auch einen ganzen Batzen. Was redest du da? Ganzer Batzen auch Boko nehmen, ja. Willst du dich mit mir hauen oder was? Batzen! Ich batz dir gleich ein, das war richtig. Weil da will ich meine Rüstung bei dir machen lassen und du willst mir eine hauen oder was? Nein, nix hauen, Batzen. Ja, genau, Batzen! Nein, Batzen. Ich guck so ein bisschen flehend in die Richtung meiner Begleiter. Was ist denn hier los? Was will der von mir? Ich pass dem eine. Ja, der guckt, der Goblin guckt auch so ein bisschen. Batzen! Batzen. Er geht so zum Tisch und da steht so eine Schatulle drauf und dann macht die Schatulle auf und du siehst da Münzen drin. Batzen! Batzen. Batzen heißt Geld bei dir. Jetzt habe ich's verstanden. Alles klar. Und ich hole aus, meiner Kleidung, hole ich halt wirklich Hacksilber. Also ich habe ja keine Münzen, ich habe ja nur Hacksilber. Ja. Also wirklich gegossenes Silber. Mhm. Und zeig ihm das. Batzen? Nimmt das so? Riecht da ein bisschen mit seiner dicken Nase dran rum? Klopft das so gegen seine Hauer, die ihm so aus dem Unterkiefer rausstehen. So. Zwei Brocken. Ich habe jetzt gerade gehakt, ich habe dich nicht verstanden. Zwei Brocken. Hier, das und nochmal das. Wie viel Silber habe ich ihm jetzt gerade genau gegeben? Er hat eins von den Bröckchen genommen. Eins von den Bröckchen. Mhm. Na gut. Kriegt er von mir. Und heute Abend ist sie fertig. Heute Abend fertig. Beste Qualität. Wie sehen denn die Rüstungen bei dem jetzt aus? Also das war jetzt schon okay, ja? Ja, kannst du die Ware gerne angucken, die er da so hat. Also es sieht schon nicht schlecht aus. Kannst du ja mal Lederbearbeitungswurf machen, ob du das gut einschätzen kannst. Marisch.
Ist auch erleichtert um 1. Nur weil du Rüstung guckst und du kennst dich. Super Qualität. Die besten Rüstungen, die du je gesehen hast. Top. Alles klar. Ja, gut. Ist ja auch ein tolles Experiment, mal so ein Goblin mit dem Geschäfte zu machen. Ne? Bis jetzt habe ich immer nur Goblins totgehauen. Noch jemand? Rüstung? Hier, großer anderer, großer. Hier, 2 Silberbrocken. Ganze Rüstung bis heute Abend. Und wie reagiert Ralf? Ralf so, es ist die Rüstung von meinem Papa. Vielleicht eher so ein Hemd, vielleicht. Wie, darf die keiner ausbessern, die Rüstung, oder was? Ja, ich weiß nicht, also... Hast du gesehen, was der für Zähne hat? Hey, Zähne? Aber guck dir doch mal die Rüstung in der Auslage an. Wer weiß, wo der die her hat? Geklaut wahrscheinlich. Nachher klaut er mir meine Rüstung und verkauft die an irgendeinen dahergelaufenen. Aber wenn du nicht ausbessern lässt, Ranuf, dann hängt die dir bald nur noch ein Streifen von den Schultern. Haben die denn hier keine Torwaller-Handwerker? Wir sind auf der anderen Seite von Aventurien. Also du meinst, ich kann die hier lassen, ja? Guck dir das doch mal an. Super Rüstung in der Auslage. Guck mal genau hin. Guckt immer so ganz schnell zwischen dem Goblin und den Rüstungen hin und her. Okay, aber... Jetzt guck doch mal. In Torwart, ja? Da kennst du doch Björn, den Rüstungsmacher, oder? Ja, den kenn ich. Der hat doch auch überall Haare und auch noch rote. Der ist im Prinzip doch nur eine große Variante von dem kleinen Typen. Meinst du, aber der hat viel weniger Zähne. Ja, richtig. Aber das ist doch eigentlich der einzige Unterschied. Das war übrigens ich. Siehst du? Okay, dann geht er so zu dem, beugt sich so runter zu dem Goblin, packt den so am Schlawittchen, der strampelt so ein bisschen. Pass auf, du! Wenn meine Rüstung heute Abend nicht vernünftig ist, dann hast du auch keine Zähne mehr. Hallo. Er hat doch gerade gesagt, Batzen ist hier Geld, nicht Haut. Ich wollte ja nur meinen Standpunkt klar machen. Ist ja gut. Und ich mache so eine entschuldigende Geste bei dem Typen. Nachher versaut er unsere Rüstung mit Absicht. Okay. 2 Silber. Brocken. Und gnädige Frau auch hier Lederumhang. Beste Qualität. Frau? Wen meint er denn? Meint er mich? Ja. Stehe ich dabei oben? Ach so, wir sind zusammen los. Ich dachte, Shaya und ich wären eine andere Gruppe. Okay. Offensichtlich nicht. Ja, weiß nicht. Jetzt so Lederrüstung. Mantel. Gut gegen Kälte. Ja, aber wir gehen jetzt ins Warme. Oder ich habe Kaninchenfell. Nee. Als Schal. Zum hier um den Hals legen. Ich brauche nichts um den Hals. Ganz weich gucken. Nein. Ich suche irgendwie, also bei dem glaube ich nicht, weiß ich auch nicht. Hat der irgendwie sonst irgendwie noch, ich meine, der ist ja jetzt Leder. Verarbeitungsmensch, ne? Aber irgendwie, also Hosen und Obergewänder so ein bisschen nicht wahr? Vetter. Mhm. Wo hat der seinen Stand? 2 Straße weiter. Mhm. Ah, ja, ich bringe ihn hin.
Ich gucke Shaya ein bisschen fragend an. Ihn zuckt so mit den Schultern. Ja, dann gehen wir halt hinterher. Wir kennen uns ja eh nicht aus. Ich meine, Nein sagen können wir ja nachher immer noch, wenn da nichts ist. Okay. Als Verkäufer ist er ja schon mal ziemlich geeignet, muss man ja sagen. Ne? Ja, dann geht ihr zwei Straßen weiter, nachdem Raluf und Jalte ihre Rüstungen da gelassen haben. Und kommt an einen, ja, wirklich an einen Schneiderladen, kann man das vielleicht nennen. In den Auslagen seht ihr mehrere Stoffe auch liegen, so Stoffbahnen und so. Und die eigenartigste Gestalt, die ihr jemals gesehen habt, steht hinter der Theke, nämlich ein Goblin, vielleicht nur noch einen Kopf kleiner als der Lederverarbeitungsgoblin, mit ganz runtergefeilten Hauern, sodass man sie fast nicht mehr sehen kann, geschminkt mit ganz viel auffälligen Schminkintensiv, vor allen Dingen Lippenrot, bis zum geht nicht mehr benutzt, was bei diesen Goblin-Lippen und den Hauern, die daraus vorbrechen, sehr, sehr auffällt. Und in ein Kleid, wer weiß, vielleicht ist es eine Frau. Und läuft so durch die Gegend. Alter! Oder gerade nicht. Da! Kundschaft! Wunderschöne Frau! Was ich kann denn machen für Kundschaft? Die Stimme ist eindeutig männlich. Soweit ihr das bei Goblins geil, ich rede jetzt seit 2 Minuten mit dem und ich bin schon wieder gemutet, ey. Es ist ich und dieser Knopf, ey, das wird nichts mehr. Ich bräuchte eine Hose und ein Obergewand und das muss ein bisschen strapazierfähiger Stoff sein. Hose! Verschandeln Körper mit Hose! Haben hier schönen Schnürrock! Der ist auf Reisen echt unpraktisch. Ah, Reisen. Warum nicht sagen gleich? Reisen. Reisehose. Durchwühlt so ein bisschen so seine Auslage. Und zieht dann so eine pinkfarbene Hose raus. Hält die so an dich dran. Passt. Ja, das ist irgendwie nicht so ganz meine Farbe. Passt hervorragend. Farbe passt hervorragend. Nein. Passend zu Haut. Nein. Ja, vielleicht, aber ich möchte das nicht. Ich kannte mal jemanden, der auch sehr versessen auf so eine pinke Hose war. Das weckt keine gute Erinnerung. Welche Farbe denn wollen? Vielleicht können färben. Kann Flicken drauf machen. Gelbe Flicken auf pinke Hose. Perfekt. Sieht super aus. Meistens vorne an Knie. Flicken drauf, dann können sich in auf Reise in Staub schmeißen. Ohne dass Hose kaputt. Nein. Hab ich Enigmon kaputt gemacht? Vielleicht. Vielleicht. Gibt's nee, da du nicht. Erfülle auf. Ja, der hat den Dose der Pinkhose im Chat erklärt. Ach so, okay. Hast du nicht irgendeine unauffälligere Farbe? Unauffällige Farbe? Ja, ist doch unauffällige Farbe. Oder grün. Grün. Grau. Grün, grau. Moment. Grün, grau. Wie Busch. Reise, klar. Reise. So holt dann so eine braune Lederhose irgendwie aus dem. Irgendwie so Staub. Pustet so eine Staub davon. braun vielleicht. Ja, das finde ich gut. Das ist gut, ja. Mit Flicken, gelbe Flicken vielleicht, wenigstens gelbe Flicken.
Nein, nein, ich möchte keine gelben Flicken. Aber so eine schöne, strapazierfähige Lederhose finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja, keine Flicken, okay. Macht, Ja, warte, ich brauche doch auch noch ein Obergewand. Oh, ja, ja, Obergewand, schön. Ich muss ja obenrum auch noch was anhaben. Ja, fegt wieder wie so ein Wirbelwind durch seine Klamotten, hat so mehrere Ständer, taucht da so irgendwie fast so drin ein und hält dann irgendwie so eine knallgrüne Weste nach oben. Schmeißt die so raus. Weste und Hemd. Moment, Hemd, Hemd. Hemd in Reise, Reise, Reisehemd. Ja, Reisehemd. Und die Weste ist jetzt auch nicht dein Ernst, oder? Hält warm. Ist knallgrün jetzt das, was ich mir vorstelle? So neongrün? Haben doch gesagt, grün. Oder so grün? Ja, eher so noch ein bisschen helle grün, ja. So, eher so dieses, eher dieses Kotzgrün. Textmarker grün, ja. Ja. Das möchte ich auch nicht. Hemd haben hier... Hemd. Und dann hältst du ein Rüschenhemd hoch mit so ganz feinen Stickereien drauf. Um Gottes Willen. Nein, was Einfaches. Ist ganz einfach. Nein, ist mit Rüschen und Stickereien. Das alles nicht. Einfach wunderschön. Hemd. Nein. Wir haben auch Männerhemden. Wollen Männerhemden? Lieber als das da. Hast du denn kein schlichtes Damenhemd? Ist schlichtes Damenhemd. Ja, dann will ich lieber ein Männerhemd, ja. Merkst du, wie sie so ganz schwer in seiner Ehre gekränkt. Und hält dir dann so irgendwie so ein Lederwams hin. Haben ja, Lederwamshemd oder haben Bausch? Lieber Lederwams. Flicken? Nein. Dachte ich mir. Okay. Das alles? Halstuch vielleicht noch. Hört ich da gerade Bausch? Ja, Bausch. Ihr hört Bausch. Oh, ich glaube, dann brauche ich auch neue Kleidung. Kommen gleich zu Ihnen, kommen gleich. Noch was? Nein, ich glaube nicht. Gut, gut. Dann, hier nehmen das und das zusammen. Einmalige Preis, ein Silber. Ein Silber. Kann ich feilschen? Ich weiß gerade nicht, ob das gut oder nicht so gut ist. Kann mir mal einer helfen? Ist ein Silber dafür angemessen? Ja. Mal gucken, gibt's Feilschen noch als Talent? Ich bin mir bei 5 immer noch ein bisschen unsicher, was es jetzt alles gibt und was nicht gibt. Ich glaube, das ist ein Anwendungsgebiet für Handel. Genau, ja, das meine ich nämlich auch. Kannst du ja mal drauf würfeln. Wo steht denn Handel? Ach da, ja. Moment. Ups. Oh ja. Ja. Na gut, halbes Silber. Und du erzählen weiter das von mir. Bist du sicher? Hm? Ich meine, gerade eben schien es dich fast zu stören, dass du solche Klamotten überhaupt im Laden hast. Ist das nicht eigentlich ein bisschen... Ist ein bisschen schlecht für die Augen, dass du nicht schönere Dinge tragen, aber
deinen Geschmack. Naja, und wenn ich das nun trage und niemandem sage, es ist von dir, damit du mit schönen Kleidern, die du gleich dem Elfen verkaufst, angeben kannst. Halbes Silber und sagen weiter das von mir. Na gut. Deal. Deal. Ja, gut, ich rotze auch in die Hand und schlag mit dem ein. Hat einen kräftigen Händedruck. So, ja. Jetzt kommen zu Spitzohr. Spitzohr wollen Bausch. Valion. Valion. Ja, mein Name ist Valion. Der von den Alten waren. Ah. Warum? Ah, nix angeben. Bausch. Also nix alten Bausch, jungen Bausch. Jungen Bausch, jungen Bausch. Genau, alter Bausch ist... Naja. Lang, und heute Abend soll ja auch noch ein Fest gefeiert werden. Lang, kurz? Fest. Einmal Reisekleidung und dann ja. Fest, Bausch. Hm. Ja, ne, holt dir sowas, was aussieht wie so eine Art Bauschkittel. Vielleicht ist es schon eher so ein Sommerkleid oder sowas. Ich bin keine Frau. Nicht? Aber sehen schön aus. Danke. Vielleicht noch Lippenrot kaufen. Bist du denn eine Frau? Nein. Du? Aber ich trage so. Schön. Ja. Neueste Schrei. Hm. Wenn fest, dann gut. Nein, kein Klang. Schwere Kundschaft heute. Was denn dann? Schönes Hemd und eine Hose dazu. Bauschhemd, Bauschhemd, Bauschhemd. Und ja, wirbelt wieder durch ein bisschen durch den Laden und kommt dann mit so einem mit so einem grünen Bauschhemd, was mit so silbrigen Streifen durchzogen ist, an. Ja, dann probiere ich das doch mal an. Ja. Passt auf jeden Fall wie angegossen. Ha, sieht wirklich gut aus. Dreh mich so in meinem Kreis. Ja. Das ist diese Streifen aus Silber, die machen noch so echt schnieken Eindruck, weil die glitzern irgendwie ein bisschen, wenn man sich so bewegt und so. Ja, was meinst du? Super. Gut, dann nehme ich das auf jeden Fall schon mal. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Noch was außer Hemd? Ja, Hose. Habe passende Hose und kommt dann mit einer braunen so einer Bauschhose aus Braun, die so halb hoch ist, also so eine Dreiviertelhose, die so hinten auf den Arschbacken so gelbe Pailletten draufgestickt hat. Gut, dann brauche ich jetzt nur noch Reisekleidung. Beste an Hose, Moment, zeigen. Und der zeigt dir so diese Aufnäher, die da drauf sind. Die hat er nämlich oben nicht zugenäht, sodass es so eine Art Tasche bildet. Neueste Erfindung. Können Dinge reintun, wie Lippenrot zum Beispiel. Ja, Dinge reintun. Nur nicht zu groß. Gut. Ja, wenn mir die dann passt, dann nehme ich die auch. Wie gesagt, Reisekleidung brauche ich. Reisekleidung. Werter Herr Kopp. Leder oder Bausch?
Bausch, wir reisen ja nach Süden. Okay. Reisekleidung, also mit viele Flicken. Ja, kriegst dann so eine Art, ja, das ist so eine Art Handwerkerhose oder sowas, ne? Auch aus leichtem Baustoff. Und die man allerdings mit vielen Flicken bestickt hat, so an den Stahl, so vor allen Dingen Knie und unten der Saum ist doppelt genäht und so, dass er irgendwie nicht so leicht einreißt und so. Ja, also schon ganz gute Ware. Und auch ein, es ist nicht wirklich ein Hemd, aber es ist so eher so ein etwas luftigeres getragenes Ding, was eine große Kapuze hat. Fast schon wie ein Cape, aber halt als mit langen Armen und Kapuze. Halt ein Hoodie, mehr oder weniger. Neueste Schrei. Gut. So, 4 Stück gleich ganze Silberbrocken. Ja, ich kram mal in meinen Taschen und aus der Beute, die wir da hatten, dann halt irgendwie Silbertaler hervor. Mhm. Ja, beißt du so drauf rum, guckst du dich ein bisschen skeptisch zuerst an, erkennt das dann aber als mittelreichische Währung und erkennt die wohl. Nickt dir so zu. Empfiehlt mich weiter. Ja, wie heißt ihr denn? Beste Schneider von die Goblin. Seltsamer Name. Aber gut. Alle wissen in Festo. Werde ich machen. Gut. Dann geht ihr weiter und Fianna wollte in Cesindedorf, ne? Was wolltest du denn da in Erfahrung bringen oder dir da angucken? Ich wollte im Cesindedorf nach Schriften über den Steppenwolf suchen. Mhm. Ja. Sehr gut. Dann mach doch mal eine Gassenwissenprobe. Die Lebenszeit. Steht. Das ist Gesellschaft, ne? Mhm. Moment. Oh ja, das sieht gut aus. Moment. Ja, es bestand. Mhm. Und da findest du so eine Art Bibliothek, die sich so mit lokalen Legenden irgendwie befasst. Und findest da auch im Verzeichnis, also in der wie nennt man das noch? Nicht Archiv, sondern wo man Register, im Register findest du ein Buch, was du suchst und da gehst du durch die Reihen und aber das Buch ist irgendwie nicht da. Genau, was sich damit befasst. Steht irgendwie so ein ausgeliehener Zettel dran. Steht da denn drauf, wer es ausgeliehen hat? Nee, aber du könntest ja fragen, vielleicht bei dem. Ja, das würde ich dann machen. Ja, der Bibliothekar ist so etwas älterer, auch in Gewaltentracht. Und meint dann so: interessant, dass ihr nach diesem Buch fragt. Ich habe das vorher noch nie so oft ausgeliehen wie jetzt. Das müsste irgendwie die Tage wiederkommen, ja? Wer hat das denn ausgeliehen? Reisender oder welcher? Ja, das von war so ein Mann, ganz auffällig, hatte eine Augenklappe. Und er hat nach habe ich ihm das Buch gezeigt, weil er suchte nach einer Wolfsritter oder sowas und einer silbernen Flamme. Kurz Zwischenhaken.
Mischka fragt gerade, ob er noch dazu stoßen soll. Ach so, ja, klar. Dann machen wir kurz eine Pause. Ja, ist ja eh Platz 10. Oder 5 Minuten Pause und dann schauen wir mal. Bis später.
sind wir wieder da und auch der Nasir ist wieder da. Aber es sei mit euch. Ja. Wir haben ihn eben schon ein bisschen gebrieft, was passiert ist. Ja, wo wird sich denn Nasir in Festum herumtreiben? Ich denke mal, sie hat nichts Besonderes vor, da die ja jetzt ziemlich durch Wind und Wetter gezogen sind, vielleicht einen Lederunterzug, also irgendwas Wasserdichteres für unter den Avis-Umhang besorgen. Mhm. Ja. Soll er auf jeden Fall kriegen. Der Ronkiel, der ja mit dir rumläuft. Der wird immer große Augen machen, wegen den ganzen Goblins, die hier herumlaufen. Und sich anscheinend genau. Sehr gut verstehen mit den Menschen. Die Menschen auch, okay. Ja, also die scheinen hier relativ in Eintracht zu leben. Wäre auf jeden Fall noch ein Plan, was Nasir auch schon vorher sagte, dass er dann in Festum mal schauen würde, ob er da nicht eine Bleibe für den Ronkel findet. Also mal fragen, was er für persönliche Talente hat. Kannst du jagen? Kannst du jagen? Kannst du Holz bearbeiten? Zu schnitzen? Ja. Rausschmeißer. Ja. Gut, dann suchen wir mal eine Kneipe, die von einem Goblin geführt ist, auf. Ja, das musst du ein bisschen suchen. Es ist wahrscheinlich nicht von einem Goblin geführt. Aber auf jeden Fall, Goblin-Rausschmeißer gibt es hier jede Menge. Ah, okay. Dann. Ja, suche ich auf jeden Fall mal. Ja, aber nicht so einen Goblin. Der ist noch Natura. Der ist nicht verweichlicht. Der lässt sich nicht mit Geld bestechen, weil er Geld nur nicht wirklich kennt. Ja. Also du findest so eine Bar, wo mehrere Goblins halt drin rumhängen, quasi. Ein bisschen abgehalfterteres Viertel. ja. Und Ronki fängt auch schon relativ schnell an, sich mit denen auf Goblinisch zu unterhalten. Da hätte ich ihn vorhin mal gefragt, was so ein Goblin-Gott der Ehre wäre oder der Vertrautheit oder der Gastfreundlichkeit. Mutter Sau. Mutter Sau zum Grüße, meine rotpelzigen Freunde. Ja, nicken die alle zu. Der Wirt ist aber ein Mensch. Ja, der Wirt ist so ein ziemlich speckiger, kahlköpfiger Mann, der wohl aber so einen ganz fein gezwirbelten Schnurrbart hat, der so nach oben gedreht und gezwirbelt ist. Den Zwölfen zum Große, mein Freund. Den Zwölfen zum Große und Travia zum Große. Travia zum Große. Ich bin mit meinem Freund Ronkiel durch die Gegend gereist und er wollte sich die berühmte Stadtfestung ansehen, in denen Menschen und Goblins Seite an Seite leben. Na, da seid ihr hier in der großen Sau, ja richtig. Genau, so ist es. Und der Zufall begibt es, dass es mein Freund Ronkiel hier so gut gefällt, dass er sich gerne in Festung niederlassen wollte. Wisst ihr, wo ist eine... Ist das so? Es ist so. Wo ein Goblin aus der Natur eine Anstellung finden kann oder eine Unterkunft. Naja, ihr müsst wissen, das ist nicht so einfach hier in Festum. Viele wollen hier leben. Mhm. Aber nur die mit Bürgerbrief können hier wirklich leben, also offiziell leben. Ich verstehe. Wo bekommt man so einen Bürgerbrief her? Oh, vom Adel... Adel. Ja? Was ist denn die Voraussetzung, um einen Bürgerbrief zu bekommen? Ja, man muss Verwandte haben, die von hier kommen, oder zumindest aus der Gegend. Die auch einen Bürgerbrief haben. Oder man muss sich um die Stadt verdient machen. Die Stadt verdient machen. Und brauche vielleicht jemanden, einen Fürsprecher. Vielleicht würde das auch reichen. Aber... Und der guckt sich so um, ob irgendwie... Es gibt auch andere Wege.
wenn ihr genug Geld habt. Dann? Ja, mein Schwager, der verkauft Bürgerbriefe. Wenn ihr wisst, was ich meine. Was kostet so einer? Na, ich verstehe, ich verstehe. Was kostet so einer? Das ist nicht ganz billig, aber... Nun, wo will er denn arbeiten? Das ist die Frage. Braucht ihr einen Goblin-Handlanger, Rauswerfer, jemand, der zupacken kann, wenn es sein muss? Ja, starke Hände kann man immer gebrauchen, nicht wahr? Wie wär's, wenn ich euch ein Angebot mache, dass ihr die Hälfte bezahlt und den Rest abarbeitet bei mir? Kost und Logis ist aber inbegriffen. Ich sorge gut für meine Angestellten. Hm. Wie viel wäre denn die Hälfte? 5 Dukaten. 5 Dukaten. Ihr kommt nicht von hier, ne? Deswegen. Nein. Dukaten. Ja, ja. Ansonsten wären es Batzen, richtig? Richtig. Richtig, nein. Das habe ich nicht. Ich werde mal mit ihm sprechen. Mhm. Und also, beachtet er mich überhaupt noch oder ist er so mit seinen Goblin-Kumpanen da? Der Shake hat gerade so mit einer Goblin-Weibchen, was da irgendwie... Perfekt. Wie lange würde es denn dauern, bis er die zweite Hälfte, was er dann auch 5 Dukaten entspräche, abgearbeitet hat? Das kommt drauf an, wie gut er sich anstellt. Wir reden von einem Zeitraum von bis... Kann ich schwer sagen, ich kenne ihn ja kaum. Was ist es, wenn er nicht taugt? Dann kann ich ihn nur für mindere Arbeiten benutzen. Nimm mal an, ihr würdet ihm die mindeste Arbeit geben, die ihr habt. 5 Jahre? Das ist eine sehr mindere Arbeit, aber nachvollziehbar. Ich meine, ich muss ja auch für Kostenlogiearbeit bezahlen. Ja, natürlich, natürlich. Ich rede mit ihm. Er ist ein sehr guter Freund von mir. Mir sehr ans Herz gewachsen. Ich möchte nicht, dass es ihm schlecht ergeht. Habt ein gutes Herz. Das ist richtig. Dann gehe ich mal rüber und hol mal irgendwie... Wie viele Goblins sitzen am Tisch? Ja, da sind irgendwie so 3 Goblins, die irgendwie ein bisschen so eine Art von Boltern spielen. Mhm. Gerade und einer sitzt irgendwie ein bisschen abseits so mehr an der Tür und hat so eine große Keule, die er irgendwie immer irgendwie so in den Händen immer irgendwie rumdreht. Keine Ahnung, was er damit macht. Ja, und dann ist da halt die Goblin-Bedienung, die halt so eine Art Dirndl trägt und mit der sich Ronk hier gerade unterhält. Okay. Was trinken die? Bier oder was anderes? Ja, vielleicht ist das eher so eine Art Met oder sowas. Achso, ich dachte Oettinger für Goblins. Gib mir mal Anzahl Personen ein Bier. Die prosten dir zu dann. Bring ich mal Tabletten mit Bieren dahin, um einfach mal für gute Stimmung zu sorgen. Und Onkel mag Weibchen. Das ist gut, Ronkel. Du könntest hier bleiben. Hat schönes Kleid an. Richtig. Das ist Arbeitskleidung. Nicht kennen von Goblin-Weibchen zu Hause. Warum keine Kleidung an? Nicht so schön. Siehst du? Würdest du gerne hier bleiben und arbeiten? Bei Goblin-Weibchen? In diesem Gasthaus, ja. Sie arbeitet auch hier. Kann Schlimmeres vorstellen. Du brauchst einen Stück Papier, ein Schriftstück, dass du hier bleiben darfst. Das kann ich dir besorgen. Nix kann schreiben. Nein, das wird geschrieben für dich. Du musst es nur immer bei dir haben. Wenn dich jemand fragt... Das heißt Bürgerbrief. Merkt ihr das? Wenn dich jemand fragt nach Bürgerbrief, Papier zeigen. Nicht Bürgerbrief. Bürgerbrief.
dann musst du dieses Schriftstück zeigen. Der Wirt sagt, dass du hier schlafen kannst und Essen bekommst. Dafür musst du arbeiten. Was muss machen? Das sagt der Wirt dir dann. Das kommt drauf an, wie geschickt du bist. Wenn du Ronki, ganz arbeitest, geschickt. Sehr gut. Wenn du gut arbeitest, musst du nicht so lange dafür arbeiten. Wenn du nicht so gut arbeitest, musst du sehr lange dafür arbeiten, bis du deinen Teil von dem Bürgerbrief bezahlt hast. Die zweite Hälfte bezahle ich. Oh, das für mich machen? Natürlich, du bist ein guter Kerl, Ronki. Du hast uns gut geholfen auf unserer Reise. Ja, dann schön. Danke. Gut, wenn du hier bleiben möchtest, dann behandle ich das mit ihm. Nick so eifrig mit dem Kopf. Bist glücklich mit dem Weibchen. Meinst du, Weibchen mich auch mögen? Das musst du herausfinden, wenn du Ronkiel nicht so sagst. Ronkiel nicht so groß Keule wie der. Es kommt drauf an, wie groß die Keule ist bei den Weibchen. Ja. Manche Weibchen sagen nichts groß, sondern wie man damit umgehen. Aber ich nix glauben das. Vielleicht ist ja das Weibchen mit dem Kleid, mit dem Kleid anders. Vielleicht mag sie ja, wenn du andere Qualitäten hast. Versuch das mal herauszufinden. Aber man muss Weibchen doch auf Kopf hauen. Warum? Damit sie mitkommen. Deswegen brauchen Keule. Vielleicht kannst du ihn ja mal fragen, ob du dir seine Keule leihen kannst. Oh, nix Keule leihen. Das geht nicht. Dann musst du dir selbst eine große Keule besorgen, mein Freund. Das machen. Gut. Dann ja, halte ich ihm die Hand hin. Es war schön mit dir. Ich hoffe, wir Avis sorgt dafür, dass uns unsere Pfade wieder kreuzen. Aves. Mein Gott. Deiner Mutter Sau, meiner Aves. Mutter Sau. Möge Mutter Sau immer auf dich Acht geben. Möge Mutter Sau auch auf dich Acht geben. Danke, Ronki. Ja, dann stapfe ich mal zu dem Wirt wieder rüber. Ja. Ronkiel wird wohl hier bleiben wollen. Hervorragend, gut. Ja, dann ruft er irgendwas auf Goblinisch irgendwie zu ihm rüber. Ich guck mal, wie Ronkiel reagiert. Und guck so. Und dann stolziert er so zu ihm hin und dann weist er der ihm dann irgendwie auf so einen großen Berg Teller, die da stehen, irgendwie so schmutzige Teller. Und dann balanciert er die so und verschwindet hinter so einem Vorhang. Okay, geht auch nicht sofort was kaputt, sodass nee. Den Schaden, den er anrichtet, schon gleich nee, nee, mehr... Nee, Ronkiel ist ja geschickt. Ja, ja, richtig. Gut. Dann, fangen wir erstmal mit den kleinen Arbeiten an. Gucken, wie er sich macht. Richtig. Mögen die Zwölfe euch für euer gutes Herz belohnen. Und da wir bei den Zwölfen sind, wollen wir den Teil von Vater Fex erledigen und dann ziehe ich mal die 5 Dukaten aus der Tasche und leg die ihm hin. Sehr gut. Dann nehme ich mal einen Schluck von dem Met, ob man das trinken kann. Ja, es ist schon eine ziemliche Plörre, aber man kann es trinken. Ja. Kriegen wir geregelt. Dann gebe ich ihm das Geld. Gut, guter Mann, macht's. Macht's gut. Ja, dann gehe ich mal zu den Goblins rüber und stoß so mit denen an. Play ich meinen Krug unauffällig irgendwo dazwischen und geh raus. Ja. Okay. Dann Tränen im Knopfloch, dass ich meinen Freund Ronkiel wie der behandelt den nicht gut. Tja, das werden wir erfahren. Vielleicht noch erfahren, ob er ihn gut oder schlecht behandelt. Ja. Ja, und für ansonsten nur noch. Ja, von Fianna ist ja noch in der Bibliothek und hat ja gerade herausgefunden, dass ein Mann, ein stämmiger Mann mit einer Augenklappe die Bücher ausgeliehen hat, die sie auch haben will.
Kerl meinte irgendwie, er hätte auch in der Magierakademie nachgefragt und so. Vielleicht findet ihr ihn da noch. Ja, dann muss ich da ja wohl dringend mal gucken. Wann erwartet ihr denn das Buch zurück? Er hat gesagt, er bringt es nach einer Woche wieder. Okay. Ist 2 Tage her, seit er es geliehen hat, sagt das Verzeichnis. Ich kann es anfordern. Das wäre gut. Mhm. Soll ich? Der hat ja jetzt schon 2 Tage Zeit gehabt, das zu lesen. Und ich werde mal direkt dann zur Akademie gehen. Wo kann ich Sie denn erreichen? Wir sind untergebracht im alten Lotsenhaus. Oh, feine Taverne. Ja. Gut, dann weiß ich Bescheid. Und der Name war nochmal? Fiona Steinhauer. Sehr gut, ja. Ah, hier steht auch der Name Beorn heißt der Mann. Mhm. Ich hab's mir gedacht. Kennen Sie sich? Ja. Ah, interessant. Gut. Dann vielleicht schreiben Sie ja an derselben Expertise oder sowas. Kann das sein? Ja, im Prinzip so ein bisschen. Und wir sind in einem Wettstreit. Und das ist über Geschichte. Ja. Ja, das unterstütze ich. Geschichte war auch immer mein Spezialgebiet. Ja, aber ich finde es ziemlich sportliches Verhalten, Literatur zu entleihen und vorzuenthalten. Ah, Sie glauben gar nicht, wie oft das bei den Studenten vorkommt. Aber Sie sind doch ein bisschen alt für eine Studentin, oder? Ja, ich stelle mich jetzt mal mit vollem Titel vor. Fiona Steinhauer. Also keine Studentin mehr. Magistra Major. Nein, aber trotzdem. Wenn ich mich erinnere, war der Typ auch nicht besonders jung. Und er sah auch gar nicht aus wie ein Student. Nun, trotzdem lohnt es sich auch weiterhin in seinem Leben der Forschung nachzugehen, nicht wahr? Auch wenn die Zeit des Studiums zu Ende ist. Das lohnt sich immer. Ich sage Ihnen, gerade die geschichtliche Forschung wird viel zu wenig vorangetrieben. Sie wissen ja gar nicht, wie wenig wir über die letzten 200 Jahre wissen. Alles verloren gegangen. Einfach wegen Ignoranz. Wenn wir die Magierakademie nicht hätten, wer weiß, ob wir hier überhaupt eine Bibliothek führen könnten. Ja. Hesinde sei Dank, dass sie sich um die Bewahrung des Wissens bemüht. Ja, die Göttin Hesinde segnet die ihr. Das wohl. Oder so. Das hat der Typ auch immer gesagt, ja. Ja, das ist so ein Ausspruch von Torvalen. Sie kommen aus dem fernen Torval. Ich habe hier warten Sie mal. Wo war ich das? Ich selbst und der geht nicht, so, aber... Geht so irgendwie in ein Regal weiter und holt dann so eine Schriftrolle raus und breitet die so vor dir auf und du siehst so eine Karte. Irgendwie, wo Groß Torval drüber steht in Guslicker Zeichen. Und irgendwie so eine Stadtkarte von Torval. Die hat ein Reisender mitgebracht hier. Haben wir für viel Geld erstanden. Guck mir das Ding mal genauer an. Sehr schön. Mhm. Einige meiner Reisegefährten sind Torfwaller. Anscheinend habe ich ihre Riesensart mit diesem Das wohl schon übernommen. Ja, ich denke, das ist ein fröhliches Völkchen, sagt man sich. Oh, man kann sehr viel Spaß mit ihnen haben. Und sie sind gute Reisegefährten. Starke Krieger, die einen auch verteidigen können, wenn es mal nötig sein soll. Und die abends am Feuer erstaunliche Geschichten erzählen können. Gerade die Skalden. Ja, ich weiß, dass sie etwas zurückgeblieben sind, was die Geschichtsschreibung ansieht. Sie singen irgendwie ihre Geschichte immer und sowas. Das ist ja völlig ineffektiv. Oh
das ist sehr kunstvoll und ihr solltet euch wundern. Ja, kunstvoll. Manche dieser Liedverse sind sehr einprägsam. Ich habe zwar trotzdem in mein Tagebuch tätschel so meine Umhängetasche. Wissen Sie, wie viel Arbeit das macht, aus diesen Liedversen daraus zu kristallisieren? Das muss sich ja auch alles reimen und so. Wenn man diese ganzen Reime mal weg und nur auf die geschichtlichen Aspekte zu reduzieren, ist doch schwieriger als man glaubt. Das ist eine ganz eigene Abteilung für zuständig hier. Nun, das ist wohl richtig. Nun habe ich aber doch erlebt, wie ein mitreisender Kollege, der Skalde Ohm Volker. Oh, von dem habe ich auch was, glaube ich, hier. Ich kenne den Namen. Lange, lange dichtet. Und manchmal kommt es dann wie auf einmal, aber diese Strophen, die sind schon sehr kunstvoll gemacht. Und ich meine, diese Lyrik, es gibt ja nun auch Menschen, die sich an der Poesie der Sprache sehr erfreuen können. Das und stimmt. Für diese ist das eine hohe Kunst. Das kann auch nicht jeder. Fakten runterschreiben ist vielleicht in dem Moment effektiver, aber ästhetisch ansprechender ist wohl vielleicht doch der Skaldengesang. Ja, man muss Prioritäten setzen. Nun, und Ihre Priorität ist es, gereimte und dadurch leichter memorierbare Verse Ihrer Geschichte niederzuschreiben. Diesen Aspekt habe ich noch nie betrachtet. Ihr meint, wenn man etwas reimt, kann man sich das besser merken? Das ist eine Beobachtung, die ich getan habe, jawohl. Nun ist es auch so, dass einige der Torvaler selbst gar nicht des Lesens und Schreibens mächtig sind, sodass sie auch auf andere Methoden der Wissensvermittlung zurückgreifen müssen. Barbaren. Aber sie wissen sich zu helfen. Das sind doch die niedrigsten Gaben der Göttin Hesinde. Wie kann man denn Lesen und Schreiben nicht vermitteln? Nun, sie legen ihren Wert auf andere Dinge. Wie gut könnt ihr mit einer Streitaxt umgehen? Gar nicht. Nun, das lernen dort die Kinder schon im jüngsten Alter. Wozu? Für das Leben eines Torwallers ist es wichtig, kämpfen und sich verteidigen zu können. Für das Leben eines... Dafür hat man die Büttel. Und die Armee. Die gibt es dort nicht. Ja, nun muss es aber Leute geben, die das tun. Für das Leben eines Hesinde-Bibliothekars ist vielleicht andere Dinge wichtig, aber für Torvaller Kampf und Verteidigung. Na, das verstehe ich nicht. Nein. Lesen und Schreiben. Wie sagte ein großer Philosoph, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Naja, aber wenn einer mit dem Schwert dich angreift, dann stehst du da mit deiner Feder aber ziemlich blöde da. Ja, wer soll mich denn hier angreifen? Naja, hier dich. Hier das soll sich mal einer trauen, ich werde sofort Wachen rufen. Ihr seid hier doch auch in der befestigten Stadt, aber dann guckt euch doch die Karte von Torval an. Ihr habt sie doch hier ausgebreitet. Ja, da findet da habt ihr befestigte recht, ja. Städte. Was wieder bestätigt, dass dieses Volk etwas zurückgeblieben ist. Würden sie vernünftige Stadtmauern und vernünftige Einheiten auf den Stadtmauern postieren, würden sie auch nicht jeder eine Axt mit sich herumtragen müssen. Nun, mein werter Kollege, aus meiner Erfahrung möchte ich euch den Rat geben, nicht so schnell zu urteilen über andere Kulturen. Meine Reisen haben mich gelehrt, dass es sich lohnt, die Dinge zumindest zu versuchen. Ganz durchschauen kann man es nie, aber immer zu versuchen, das aus dem Blickpunkt derer kennenzulernen, die dieses Leben so führen, wie sie es führen. Denn dadurch begreift man oft mehr davon, warum sie Sachen wie tun und warum sie andere unterlassen. Ihr könnt nicht eure Maßstäbe, unsere Maßstäbe an ihr Leben heranlegen, weil ihr Leben ganz anders ist als unseres. Und erst wenn ihr euch darauf einlasst und bereit seid, von ihnen zu lernen, warum sie für bestimmte Dinge bestimmte Lösungen gefunden haben, lernt ihr zu verstehen, welch wundersamer Sinn in all dem liegt, was sie tun. Ihr hattet mich schon bei dem Wort lernen. Ich glaube, da spricht sehr viel Weisheit aus euren Worten. Natürlich. Nun, also, der Hesinde.
die Universität. Ich werde dorthin gehen und gucken, ob ich wenigstens dort... Wir sind mit euch. ...Beam zuvorkommen kann. Vielen Dank. Und wenn ihr das Buch zurückbekommt, wir sind im alten Lutz. Ich habe eure Kontaktadresse, habe ich ja. Möge Hesinde bei euch sein. Tschüss. Gut. Jalte wollte ja noch in den Effaltschrein, ne? Oder in den Swafnir-Tempel. Genau, in den Swafnir-Tempel. Da wird etwas Merkwürdiges passieren, als du über die Pforte schreitest. Vielleicht beschreibst du selber mal, wie so ein Swafnir-Tempel aussieht. Für dich. Ich so? Selber? Mhm. Du als Torwaller? Ich weiß ja nicht, wie sich die Festung an Swafnir-Tempel. Da gibt es ja wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Dinge. Also, in meiner persönlichen sind das in Torval Langhäuser, die ja, das wird ja auch so sein, ja. Natürlich mit den entsprechenden Riten gesegnet sind. Das heißt, es gibt ja auch Blutriten beim, also mit Ziegenblut und so weiter. Die relativ schlicht gehalten sind, die lange Tafeln auch bieten, an denen man dann auch durchaus sitzen kann. Gebetsnischen wird es da mit Sicherheit auch geben. Ja. Vielleicht sieht das Innere des Langhauses auch so aus, als wäre es dem Gerippe eines Wals nachempfunden. So dass man das Gefühl hat, wenn man da durchschreitet, dass man sich im Inneren eines Wals bewegt. Und ja, auch mehrere von Gwenpytrilsteinen erleuchten irgendwie diese Holzbalken, die sich so quer irgendwie über den über dir irgendwie biegen. Und da ist es das erste Mal, dass dir etwas Merkwürdiges auffällt, seit du über die Schwelle getreten bist zum Tempel. Mit haben, als du den Tempel betreten hast, die Steine angefangen zu flackern. Und du hast für den kurzen Augenblick hast du das Gefühl, dass jemand neben dir steht, als du eintrittst und durch die große Pforte schreitest. Ungefähr auf welcher Höhe? Ist das eher so eine niedrige Höhe? Niedrige Höhe, ja. Mhm. Okay, ja, Guckst hin, und aber siehst dann, war das ein Schemen? Und dann setzt du wie automatisch, weil du bist ja gerade im Schritt den zweiten Fuß nach vorne, und der Schemen verschwindet wieder. Und der zweite Gwenpytrilstein fängt an zu flackern. Also es ist ziemlich eindeutig, dass da irgendwas gerade nicht mit rechten Dingen zugeht, ja? Ja. Dann halte ich kurz inne. Hallo? Mich um. Ja, der Tempel ist relativ leer. Vorne ist eine Art Podest aufgebaut, auf dem man ein großes so eine Art Walross-Zahn aufgebaut hat, das wohl so zu so einem Trinkhorn ausgefüllt ist. Vielleicht irgendeine Reliquie, die du jetzt aber nicht genau zuordnen kannst. Und an den Wänden sind mehrere Bilder vom Swafnirs ewigen Kampf mit Haranka abgebildet. Und mehrere Schlachtszenen und ein Geweihter des Swafnir ist vorne damit beschäftigt, in einem großen Buch zu lesen und rezitiert Heldengesänge von deinen Vorfahren. Und dass dieser monotone Gesang, der die Heldensagen deines Volkes irgendwie darstellt, dringt so ein bisschen durch die Hallen. Und vor allen Dingen werden sehr, sehr viele Namen gesagt. Da will ich auch mal zwischen sein. Ich brauche auch einen Heldennamen. Ja, und dann schaut er so aus dem Buch auf und blickt dich so an.
runzelt so ein bisschen die Stirn. Kann ich etwas für dich tun? Ich guck mich mal nach rechts, nach links. Mach weiter. Du musst nicht anhalten, nur weil ich jetzt hier bin. Bin zum Beten gekommen. Dann tu dies. Und er vertieft sich wieder in seinen Gesang. Dann wirst du wahrscheinlich in einer der Gebetsnischen irgendwie dich niederknien. Also ich knie mich dann so auf ein Knie, das andere stelle ich so auf und leg so zu den Armen dann noch da drauf, ne? Senk den Kopf. Dann hast du das Gefühl, dass schließt du kurz die Augen und dann zwinkerst du ganz kurz wieder nach oben und meinst du diesen Schemen wieder zu sehen, wie er vor einer dieser Bilder an der Seite steht, von wo so Schlachten dargestellt sind, wo man gerade sieht, wie Torwaller so ein Schildwall machen und so eine Echsengestalt irgendwie da anspringt, die aber auch schon wahrscheinlich von den Spießen, die zwischen den Schilden hervorkommen, aufgespießt werden. Und dann siehst du, wie dieser Schemen da sich irgendwie formt, irgendwie so leicht tappernd davor steht und dann hörst du so ein ja, das könnte mir gefallen. Und dann ist der Schirm wieder verschwunden. Ich antworte einfach, was könnte dir gefallen? Und dann weht auf einmal so die Türen sind ja zu, dass die große Tür ja geschlossen, weht so ein Wind quer durch die Hallen und bläst ein paar Kerzen aus, die aufgestellt sind. Der Geweihte hört wieder auf und guckt so. Fängt dann aber wieder an. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Kann doch nicht sein, dass in einem Swafnir-Tempel. Es kann hier doch nicht spuken. Mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Sekunde. Ich weiß jetzt Intuition. Zwei Qualitätsstufen. Dann siehst du oben auf dem Gebälk einen Vogel sitzen über dir. Und einen schwarzen Vogel, wahrscheinlich einen Raben, der da sitzt, mit den Federn gerade ein bisschen schlägt und dann jetzt anfängt, wo du ihn bemerkst, anfängt zu krächzen. Dann herunterflattert und in dem Augenblick geht die große Portaltür auf und es kommen ein paar Torwaller herein. Und in dem Moment fliegt dann über deren Köpfe der Rabe nach draußen. Was sind das für Torwaller, die da gerade reingekommen sind? Wahrscheinlich sehen sie aus wie Seeleute. Okay, also keine spezifischen, ich erkenne keine Gesichter wieder, zum Beispiel von Beons Mannschaft. Nein. Dann wende ich mich doch noch mal zum Swafni-Geweihten. Ja, der hat schon wieder aufgehört, als er dieses Krächzen gehört hat. So, was war das? Sag mal. Dass hier die Leuchtsteine flackern, ja? Haben sie geflackert? Ja. Ich habe nichts bemerkt. Aber den Raben hast du gesehen, ja, und gehört. Ja, eigenartig. Wie kommt der hier rein? Muss sich reingeschlichen haben. Passiert manchmal, dass Vögel hier reinkommen. Die Tür ist ziemlich groß, wenn man sie zu lange auflässt. Sag mal, hast du hier in letzter Zeit ziemlich angeberische Torwaler gesehen? Nein. Was meinst du? Oder war Beorn der Blender zufälligerweise hier in der Nähe in der letzten Zeit? Beorn der Blender? Ja. Der Name sagt mir was. Ja, natürlich sagt er dir was. Das ist einer unserer größten Helden. Ja.
sehr berühmt. Aber gesehen oder getroffen habe ich ihn noch nie. Du meinst, er wäre hier in der Stadt? Ja, könnte sein. Oh, dann sollte ich mich mal umhören. Vielleicht kann man ihn kennenlernen. Ja. Ja, wusstest du, dass Beorn und Fockwulf ein Rennen gegeneinander fahren? Nein, wirklich? Wohin? Einmal um den Kontinent. Nein. Sowas geht doch gar nicht. Doch. Interessant. Davon müsst ihr mir erzählen. Und dann nimmt dich so irgendwie zur Seite und dann ja, werdet ihr in einem Plausch über deine bisherigen Erfahrungen an Bord der Seeadler ein kleines Pläuschchen führen. Und an dieser Szene verlassen wir die Crew von Phileasson für heute und vertrösten euch alle auf ein nächstes Mal. Schaut in den Nordpol, da wird beschrieben, wann es weitergeht. Da oben läuft die Adresse durch. Und da gibt es auch noch ganz viele andere tolle Streams im Streamkalender. Zum Beispiel der Mischka macht da auch ganz oft, fast jeden Tag macht er irgendeinen Unsinn auf seinem Kanal. Schaut da mal vorbei. Und falls ihr irgendwie selbst mal Rollenspiele machen wollt, sowas wie wir hier machen, dann ist der Nordpol auch immer eine super Adresse. Ja, schaut da mal rein. Ich danke, dass ihr zugeguckt habt, wann immer ihr das jetzt hier guckt. Besonders danke ich hier Bio Inc. und Geist von Mira und Kagrim, Sohn des Norin und wie sie alle heißen. Ich muss gerade mal gucken, wer war denn noch alles da? Heute Azrael und der Saiki und der Knifx und Beuteltier. Danke, dass ihr zugeguckt habt und kommentiert habt. Kommentare sind immer sehr gern gesehen. Wenn wir was gut machen, schreibt's hin. Wenn wir was schlecht machen, schreibt hin, was wir besser machen sollen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf der Spur des Wolfes bei der Phileasson-Saga. Tschüss. Ciao. Ciao.